Hallo. Dave, was machst du für Fässer auf? Besser ist es. Excellent Chateau Input, Custom DNS. Moment, also ich habe eine Software auf meinem PC, die dann einen Server macht, den ich anzapfe. Start your game and use game sync through the C-Gear. If all is well, it should allow you to tuck in a Pokémon. After tucking in a Pokémon, navigate to the user dashboard by clicking the button in an extra link window or by clicking here. Login with your game synced ID, choose whatever content you want to download to your game and wake up your Pokémon after saving your profile. Oh no. Dave, das könnte auf jeden Fall was für mich sein, selbstverständlich. Ist es heute? Es war heute, oder? Von wann ist es? 1. Mai, yep. Krass, oder? Da sind wir... Wir sind noch nicht am Ende, natürlich. Aber wir sind weit in Gen 5 und dann kommt auf einmal sowas hier. Aber wie lange existiert das GitHub schon? Wo ist es? Oktober 23. Wir suchen NS-Pokémon, genau. Hallo Leute, hallo Leute. Entschuldigt, ich lese hier gerade doch was. Das heißt, es ist jetzt, also es ist halt nicht wirklich Dreamworld. Es ist halt nicht wirklich Dreamworld, sondern es ist sowas wie halt der DNS-Server. Weil es ist ein DNS-Server. Nur dass... So wie ich das verstehe, ist es nicht ein DNS-Server, der einfach von jedem anzapfbar ist, sondern du musst dir alles runterladen und dann kriegst du also all die Daten, die in Dreamworld drin waren, und dann kreierst du deine eigene Dreamworld und zapfst die an. Anstatt dass jemand sie zur Verfügung stellt, machst du es, glaube ich, selber. Jay Gamer, du bist ein Vibrava. Und hier ist der fette, bei dir jedoch kleinere Zettel, Sword of the Demon King, Dankeschön für 5 Subs. Dankeschön. Auf den Stapel damit. Und Trunks, Dankeschön für 100 Bits. Dankeschön. So, ich habe noch niemanden begrüßt. Angel, Happens, Dave, Jay Gamer, I'm Shadow, Anna, Demon King, Candy Mountain, Gammy, Danu, Hamke, hallo. Hallo Marco, Verox, Trunks, Lurky, Kimi, Kativa, Sync. Bin mal gespannt, was man damit alles machen kann. Ich kenne ja die Dreamworld selber nicht wirklich. Ja, ja, ich auch nicht. Ich meine, wir könnten das jetzt gemeinsam versuchen. Aber ich installiere es lieber selber und wir probieren es morgen. Weil du brauchst Java 17 und dann musst du runterladen. Das ist wieder so eine Sache, ne? Wenn das jetzt jemand ist, der, glaube ich nicht natürlich, aber ne? Du erteilst deinem PC ziemlich, oder du erteilst der Software ziemlich viele Erlaubungen. Der Typ kann danach deinen PC ausräumen, so ungefähr. Aber glaube ich nicht. Krass. Aber bevor ich das installiere, würde ich vielleicht nochmal gucken, ob jemand schon darüber ein YouTube-Video gemacht hat. Weil es kann ja nicht sein, dass das niemand mitgekriegt hat seit Oktober. Dass es einfach 6 Monate sind. Kann nicht sein, dass seit 6 Monaten ich nirgendwo das vorgeschlagen gekriegt habe, dass es möglich ist, Dreamworld zu emulieren. Simulieren? Emulieren. Ich glaube, er sagt selber emulieren. Hier. Hallo Montaigne. Hallo Azrael. Hallo Kio. Was geht? Der liebe Dave hat einen Tweet gefunden, dass Dreamworld, was in 2013 abgeschalten wurde, jemand hat das quasi archiviert und
eine Software gebaut, mit der man das emulieren kann. Was für uns im Spezifischen bedeutet für Gen 5, dass ich um einiges mehr Pokémon mit versteckter Fähigkeit bekommen kann. Denn wir haben zum Beispiel den Horizont in der Dream World, da kriegt man Dusselgur. Oder die frostige Höhle in der Dream World, wo man Kiesling bekommt. Ich habe keine Ahnung, wie schwer das ist, allerdings dort Pokémon zu kriegen. In dieser eisigen Höhle leben Pokémon der Typ Eis. Und dann? Ich check nicht, wie Dream World funktioniert bisher. Keine Ahnung. Heißt es, ich kann einfach dann in der Dream World hier drin rumlaufen? Nee, hier. Ab 7500 Punkte. Ab 5000 Punkten. Ich muss irgendwie Punkte sammeln. Um dann ein Sedimanto zu kriegen. Ah. Candy, du bist ein Toxiquack. Ich weiß, dass Johnstone in seinem Medaillenvideo auch in der Dream World war. Echt? Dann habe ich das nicht genau angeguckt. Genau genug. Was ist Dream World? Keine Ahnung. Das heißt, ich muss irgendwie Punkte sammeln und kann ich in Sedimanto finden. Alternativer Fundort, zugehöriges Spiel. Besondere Attacken. Heißt es, ich kriege als Belohnung vom Eislaufen dann ein Sedimanto? Weil ich dachte, in Dream World kann man keine Pokémon fangen, sondern die kriegt man halt da. Oder man tut seine eigenen Pokémon in Dream World rein. I don't know. I don't get it. Pokémon können gefunden werden. Ich beschäftige mich damit und dann vielleicht morgen probieren wir das mal aus. Was ist eine Dream World? Das hier. Das ist Dream World. Fabian Panda Player, vielen, vielen Dank für 5 Monate. Danke. Danu, du bist ein Radfratz. Warum ist Kategorie Diamond und Pearl? Pokémon Black. Was am Stupido? Du lauf rum, findest ein Pokémon, dann machst du ein Minispiel. Wenn du es gewinnst, kommt das Pokémon mit. Ah, okay. Und das spiele ich dann. Aber das spielst du auf deinem DS. Das heißt, ich verbinde mich mit dem DS, mit der Dream World und dann bin ich mit meinem Pokémon Schwarz 2 Spiel in der Dream World und spiele dort ein Spiel. Weil damals war das ja ein Webbrowser. Nee, auf dem PC. Aha, also okay. Und das emulieren wir dann. Das ist aber auch seltsam. Dann spielst du Pokémon auf dem PC. Okay. Bin gespannt. Aber heute machen wir was anderes. Kimi, du bist ein Welser. Meine Wäsche steht draußen, deswegen in einer Stunde wird ein Wecker klingeln, der mir sagt, meine Wäsche! Meine Wäsche! Okay. Wir machen heute diese zwei Sachen hier. Und zwar fehlen mir nur noch 2 Pokémon im Pokédex von Schwarz 2. Nur noch 2 Pokémon. Das ist einmal Valraiser und Eneko. Valraiser ist leider ein bisschen blöd gelaufen. Denn ein Trainer in der, ich glaube, letzten Arena, genau im Wassergym, hat Valraiser.
Das ist aber der einzige Trainer, den ich nicht herausgefordert habe in dieser Arena. Und ich bin wieder in die Arena und natürlich kämpfen die jetzt nicht mehr mit einem. Deswegen muss ich tatsächlich selber einen Valraiser finden. Und Valraiser ist ein 5% Encounter in einem wackelnden Gras. Nee, das Surf, halt dunklem Surf-Spot. Lurky, du bist ein Farigiraf. Der Valraiser. Hallo Reggie Rock. Ich habe gestern bis 4 Uhr morgens Pokémon gesammelt und ich habe alle gefunden. Jetzt fehlen mir nur noch zwei. Und da waren viele dabei, die ich eben so finden musste. 5% wackelnder Spot und sowas. Und viele, die ich überhaupt nicht finden konnte, also man kann die nicht finden und man muss die entwickeln zum Beispiel oder halt fangen und ein Ei draus machen, wie zum Beispiel Shuppet. Muss man Bennett fangen und ein Ei draus machen und so weiter. Aber ich habe alles gemacht. Und jetzt fehlen mir nur noch die zwei. Valraiser, also 5%, geht schon. Ich habe Metagross, war auch ein 5% Ding und das habe ich First Try gefunden. Das erste wackelnde Gras war ein Metagross. Aber Janmega habe ich eine Stunde gesucht, bis das 5% Janmega kam zum Beispiel. Da wäre es schneller gewesen, wenn ich einfach Janma entwickelt hätte irgendwie. Aber man kann es nicht wissen. Das andere ist leider das Gemeinste von allen, Eneko. Eneko hat niemand. Niemand hat in Schwarz-Weiß 2 ein Eneko. Und Eneko selber ist ein exklusives Mon. Und existiert in Schwarz nicht. Das heißt, ich muss Weiß 2 weiterspielen, bis ich in Stratos City bin. Und dort kann ich in den Untergrund. Und dort kann ich dann wieder hochgehen und in einen Park kommen. Und da ist Eneko. Das Pendant dazu ist Haspiur. Haspiur habe ich in Schwarz 2 so gefunden, aber in Weiß 2 ist es eben nur da. Das ist voll gemein, weil warum hat kein einziger Trainer ein Eneko? Niemand hat ein Eneko in Schwarz 2 oder Weiß 2. Und Eneko kann ich auch nicht fangen und dann Baby draus machen. Das heißt, man muss es. Es gibt keine andere Möglichkeit, einen Eneko-Pokédex-Eintrag zu bekommen, ohne Weiß 2. Das ist voll hart, wenn man das sich mal überlegt, dass man den Endgame-Content von Schwarz 2 nicht erreichen kann ohne Weiß 2. Alle anderen gingen. Beziehungsweise Serpifeu kann man auch nicht kriegen. Oder eins von den Startern kann man auch nicht kriegen, je nachdem welchen Starter man wählt. Bei mir war es Serpifeu. Und ich habe Serpifeu aus Schwarz rübergetauscht. Und Geronimatz oder Skalück geht auch nicht. Aber die konnte ich alle aus Schwarz rübertauschen. Aber Weiß 2? Eneko. Also die zwei Sachen müssen wir machen und dann Ends Pokémon finden. Habe ich die eigentlich... Habe ich das irgendwie mir rausgesucht? Nee, ich habe den nicht gespeichert, den Link. Pokewiki Ends Pokémon. Du kannst pro Tag mehrere Pokémon antreffen, aber man kann nur ein Pokémon alle 24 Stunden auf die Spiele schicken. Oh Gott. Da kann man bestimmt was ändern. Bis 4 Uhr getanzt hast du? Getauscht. Witze, hallo. Okay, und das andere, was wir heute machen. Also das will ich machen. Ich will jetzt als erstes Valraiser suchen. Ich habe schon auf Winter umgestellt. Genau heute ist Frühling im Spiel. 1. Mai, Frühling. Das heißt, ich habe auf gestern gestellt, jetzt ist wieder Winter und jetzt finden wir Valraiser zu 5%. Dann will ich Eneko in Weiß 2 kriegen. Wir können endlich Weiß 2 weiterspielen, weil ich alle Traumradar-Pokémon habe. Alle. Auch Ho-Oh. Alle habe ich. Alle auf Level 5. Das heißt, wir können endlich Weiß weiterspielen. Aber die Frage ist da, ob ich wirklich mit 0 anfange und das durchspiele oder ob ich mir irgendwelche starken Pokémon rübertausche. Flambirex wäre ein bisschen blöd, das ist Level 100. Das dauert ewig, bis das Flambirex mir gehorcht. Aber vielleicht irgendwas anderes. Und dann Ends Pokémon. Die habe ich. Die habe ich. Und das sind die letzten, die 5, die mir fehlen. Das sind die einzigen 5, die ich nicht isolieren kann mit Topschutz. Die ich einfach finden muss an diesen drei Orten zu 1% im Gras.
was eigentlich schneller gehen sollte als Valreiser. Weil Valreiser ist wackelndes Gras und dann 5%. Aber brauchen einfach Glück. Okay. Wollen wir uns einen Valreiser. Übertrag doch von Gen 3 oder Gen 4 in Echo. Das habe ich mich auch, habe ich mir auch gedacht. Aber ich muss eh Weiß 2 spielen. Und dann Porter Labor, boah, das dauert so lang. Von Gen 3 auf Gen 4 auf Gen 5. Aber vielleicht habe ich in Gen 4. Habe ich in Gen 4 in Eneko vielleicht? Nee, oder? Mit Wulfsvalreiser. Wie heißt das? Achso, einfach die Bay und dann surfen. Okay. Mein Level 100 Flambirex, ey. Aber dadurch, dass ich jetzt den Pokédex voll gemacht habe, ich kenne die komplette Map. Ich war echt überall. Ich war in Enns Kindheitsschloss. Ich war noch nie, wo ich jetzt gerade hier bin, zufällig, ich war noch nie in diesem, ich weiß nicht, was da ist. Dieses Unterwasser, irgendwo ist so ein Unterwasser-Schloss oder sowas, oder irgendein Unterwasser-Antarktis, nee, wie heißt es? Nicht Antarktis, wie heißt es? Als so ein Unterwasser-Irgendwas. Aber keins meiner Pokémon kann Taucher. Bester Streamer? Hinter mir? Oh. Pummeluff, du bist ein... Hast du nicht gesagt, dass du auf Winter gestellt hast? Ja, das ist falsch. Brauche ich Sommer? Winter. Warum? Du hast Frühling? Nee, ich habe Winter. Keine Angst. Pummeluff, du bist ein Dingens. Ist Frühling? Nee, keine Angst. Ein, wie heißt es? Siberio. Jetzt habt doch keine Angst vor diesem Frühling. Da, Frühling. Sommer. Herbst. Winter. Zufrieden? Panikmache hier. Das ist, weil ich im Frühling gespeichert habe. Es ist schon Winter gewesen. Die Anzeige muss nur resettet werden, indem man einen Ort verlässt. Aber was komischerweise nicht passiert ist, als ich... Warum ist es nicht passiert, als ich hierher geflogen bin? Resettet Frühling nicht die Jahreszeit? So, eigentlich Bucht Ondula-Bucht, oder? Das heißt, ich kann einfach hier hoch und runter gehen und warten, bis ein Punkt kommt. Oder wäre es noch einfacher, wenn ich... Genau, Surf Shaking Spots. Shaking Spots mit Surf. Ondella Bay, 5%. Ist es nicht einfach, indem ich einfach hier am Strand hoch und runter laufe? Und dann hinsurfe? Spare ich mir da nicht ein paar Topschütze? Ich habe ja so wenig Topschütze. Hallo Maya. Hallo Shiny Mike, genau Atlantis. Was habe ich gesagt? Eneko von Gen 3 auf Gen 5 zu kriegen, dauert, glaube ich, länger als bis Stratos City zu spielen, was ich eh machen muss. Vielleicht ist es aber einfach in Gen 4 ein Eneko zu kriegen, dann ist der Weg nicht so lang. Ich habe kein Eneko gefangen, glaube ich, in Gen 4. Was habe ich in Gen 4 denn benutzt? Um Schambolzen. Ich glaube, ich habe in Gen 4 nichts mit Schambolzen benutzt. Das war nur Gen 3. Warum kommt gar nichts? Und deswegen kann das hier ewig dauern. Durch Fahrrad fahren. Hallo Itachi. Vorhin habe ich ein Shiny Arceus First Try erblinzelt. Das zweite dauert jetzt schon wieder 6 Stunden. Ich finde, du kannst nicht First Try sagen, wenn du schon jetzt 6 Stück hast. Oder? Aber ja, ich weiß, auf dem Spielstand First Try, klar.
Walreiser 5%. Ich muss es nur sehen, ich muss noch nicht mal fangen. Okay. Warte kurz gegenchecken. Bucht von Ondula. Oder Ondula. Gondula? Ondula? Bucht von Ondula in Schwarz 2 hat Walreiser im Winter zu 5%, Sejong 30% und Valmar 60%. Okay, scheint zu stimmen. Und 5% Vailord. Oh, das heißt, ich streite mich mit Vailord um den 5% Spot. Immerhin ein Wal. Walreiser. Vorhin habe ich ein Shiny sorry. Ich sag, wenn du so weitermachst, bist du tatsächlich in einer Woche fertig. Hier ist Sejong. Ey, um einen Sejong zu sehen, bin ich auf die andere Seite der Map gelaufen, so ungefähr. Ich war auch auf Route 18 bei diesem komischen Labor und sowas. Ich war überall inzwischen, weil manche Pokémon sind echt sowas von bei irgendeinem Trainer am Rande der Welt versteckt. Aber dadurch habe ich das Spiel echt gut kennengelernt. Was ich in Schwarz und Weiß nicht habe. Aber man muss auch echt sagen, das Spiel ist, was die Karte anbelangt, das gleiche wie in Schwarz-Weiß, nur einfach noch mehr. Schwarz-Weiß 2 ist definitiv cooler als die ersten. Aber ist logisch. Jede Fortsetzung, jedes Smaragd-Kristall-Dings ist besser. Warum nicht entwickeln? Was für ein Level hat das hier, Jung? Guter Punkt. Ihr habt immer so aus... So immer, ihr sucht immer den einfachsten Weg, ne? Warum sucht ihr immer den einfachsten Weg? Weil Reise entwickelt sich doch ewig spät. 44. Welches Level haben die hier gerade? Wo steht's? Sejong 40. Ich level doch kein Sejong 4 Level. Ich level doch kein Sejong für 4 Level. Es dauert doch ewig. Lass mich doch meinen 5% Walreiser suchen. Habt ihr heute auch einen Feiertag? Nope. Tag der Arbeit, das haben nur die Deutschen. Die sich auf den Rücken klopfen. Und dann am Tag der Arbeit nicht arbeiten. Das habe ich nie verstanden. Warum gibt es den Tag der Arbeit, an dem man nicht arbeitet? Soll das nicht der Tag des Urlaubs sein? Oder Tag des Faulenzen? Warum ist es Tag der Arbeit? Genau, in Irland arbeitet sowieso nie jemand, deswegen gibt es hier... Hier heißt Tag der Arbeit tatsächlich, dass Leute arbeiten gehen. Okay, ich kann ja mal einen Sejong fangen. Und dann einfach alles besiegen, was hier kommt. Und dann schauen wir, was zuerst kommt. 4 Level oder Walreiser. Leo, warum levelst du nicht einfach einen Sejong? Das geht doch viel schneller. Die Genugtuung. Ah, es ist schön, der Besserwisser selber zu sein. Okay. Pokédex. Wunderschöne 297. Das ist schon genug. Problem ist... Wo bin ich? Problem ist, ich habe Keldeo hier drin. Weil ich das ja mit dem Mysto-Schwert da gemacht habe. Deswegen ist eins zu viel im Pokédex, weswegen ich 298 brauche. 297 ist tatsächlich die Zahl, die man braucht. Aber ich habe eins zu viel. Deswegen brauche ich 298. Und das ist das Einzige, was fehlt. Eneko. Und das ist sogar relativ weit oben, glaube ich. Nee, es sollte jetzt kommen. Jetzt kommen. Jetzt kommen. Jetzt kommen. Jetzt. 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 Okay, es ist doch ziemlich weit oben. Jetzt. 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 Alter, sehr weit oben. Da. Eneko. Wir brauchen Eneko und dann können wir in die Naturschutzzone.
Du hast so unverschämtes Glück, ey. 5% ist jetzt nicht so schlimm. Zum Glück habe ich meinen Max-Sack schon. Ich hole mir das. Vielleicht werden wir das heute noch bekommen. Aber ich will jetzt trotzdem zuerst, bevor wir jetzt das Spiel wechseln, ich will zuerst mal gucken, ob wir ein End-Pokémon bekommen. Dafür gehen wir... Fangen wir unten an. Wobei. Das ist so geil. Auf Route 2 sind einfach Level 55 Pokémon und ich brauche da ein Purloin auf Level 7. Okay, Route 2 einfach. Warte, ich guck nochmal genauer. Route 2. Das ist Route 2 und hier. Also ich schätze mal da, wo es auch normale Purloins gibt. Es gibt gar keine normalen Purloins. Doch hier, Black and White. Aber Schwarz-Weiß 2 gibt es gar kein normales. Es gibt nur die Weiterentwicklung natürlich. Zwischen Level 57 und 58. Ja. Einfach da rumlaufen. Wir brauchen einen Level 7 Purloin. Warum gibt es nicht das Gegenteil von Schutz? Oder halt Schutz, aber mit alle Pokémon unter dem Level erscheinen. Route 2. Früher hat es gereicht, das Pokémon gesehen zu haben für den Pokédex. Jetzt muss man alle fangen. Dafür ist es heute sacken einfach, alle Pokémon zu fangen, weil du schmeißt einfach einen Ball drauf und es bleibt drin. Heute ist es trotzdem einfacher als damals. Ja, das ist Traumbrache. Tatsächlich ist 1.5. in sehr vielen Ländern Feiertag. Große Teile Afrikas, Südamerika und Asien. Irland ist fast eine Ausnahme. Aber als Streamer sind Feiertage ja eh egal. Genau. Wo geht's nach unten? Es muss doch nach unten gehen. Hier? Hier. So, ist das jetzt unsere Route? 1% Purloin jetzt. Ah, fast. Ja, wie heißt denn das? Purloin heißt... Felilu. Felilau? Felilu. Felilu. Schade, dass man in den neueren Spielen nicht mehr die Animation von Ends-Pokémon sieht, außer in Schwarz und Weiß. Ja. Aber es steht ja da. Damit man zu Hause arbeiten kann, Tag der Arbeit. Gibt's bei euch in Irland eigentlich Döner? Ja, aber wenn du einen willst, der überhaupt schmeckt, dann kostet der sehr viel, so 10, 12 Euro. Wenn du einen nimmst, der einfach irgendwo am Straßenrand ist, dann hat, so wie der zubereitet ist, hat nichts mit dem Döner zu tun und schmeckt schrecklich und kostet trotzdem 8 Euro oder so. Also ja, es gibt Döner, aber es ist hier nicht wie in Deutschland, dass an jeder Ecke ein guter ist. So, und ich habe mir einen fetten Shake gemacht, den ich jetzt noch nicht geschafft habe auszutrinken. Und ja, ich trinke meine Shakes aus einem Maßkrug. Natürlich. Oh Gott, ich bin zu voll, ich kann das gar nicht trinken. Hallo Megumina. Kampftag der Arbeiterbewegung finde ich gut, wenn genau ist daraus etwas geworden, wo man Streiche spielt und mit furchtbarer Musik umherfährt. Kampftag der Arbeiterbewegung. Da kommt's her, oder? Echt, das kommt aus den USA? Am 1. Mai streiken die 400.000 Arbeiter in mehreren Städten und fordern die Einführung eines 8-Stunden-Tags. They did it. Gibt's denn Fast Food in Irland? Was du gerne isst und quasi auch eine lokale Spezialität ist, also kein McDonald's, sondern sowas wie Currywurst. Wobei es sowas wie die Barzi Box in München. Barzi Box, beste. Wer kennt Barzi Box? Barzi Box ist quasi bayerische Gerichte, sowas wie ein Enten...
Ente mit Knödeln oder Schweinsbraten, aber in so einer halt Fastfood-ähnlichen Box zu mitnehmen. Wie als ob du Chinese Food mitnimmst aus so einem weißen Kubus-Ding. Nur dass da halt Ente drin ist mit Blaukraut und Knödeln. Das ist so geil. Ich würde es gerne nehmen und einfach hier einführen, Laden aufmachen und hier Bazi-Box verkaufen. Das wäre so gut. Ich frage es nur, ob es die Leute mögen würden. Aber wer mag denn sowas nicht? Gibt es hier Fast Food, das lokal ist? Nö. Ich wüsste nix. Blaukraut, Rotkohl? Nee, es heißt Blaukraut. Leos Haxen wäre geil. Ja, es muss schon irgendwas sein, das man auf Englisch versteht und sprechen kann. In Bayern gibt es auch Martinsbrezeln, die ich unbedingt mal essen will. Was sind Martinsbrezeln? Muss ich gucken. Achso, Brezeln nur süß? Das ist für dich bayerisch? Keine Ahnung, ich habe das noch nie gegessen. Also die sind manchmal in Bäckern, sieht man die, aber ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, das zu probieren. Wegen St. Martin wahrscheinlich, ja. Was ist dein Lieblingsessen? Keine Ahnung. Genau die Frage, wie, was ist dein Lieblings-Pokémon? Keine Ahnung. Im Norden gibt's die nicht. Ist auch nichts Tolles, nichts Besonderes. Ist einfach Gebäck in Form von einer Brezel. Schmeckt wahrscheinlich noch nicht mal nach Brezel. Du würdest gerne mal auf das Oktoberfest in München? Ja. Mach das einmal, um zu sehen, wie das da ist. Ich brauch da nicht mehr hin. Ich war da meine ganze Jugend, Kindheit und dann irgendwann habe ich mir gedacht, das brauche ich nicht mehr. Die 2 Wochen, in denen ganz München nach Kotze riecht und jeder krank ist. Oh! Ey! Easy! Ich wollte schon fast flüchten, weil ich dachte, ich muss es ja nur sehen. Okay. Das ist nicht so schwer gewesen. Ich habe sehr wilde Videos gesehen vom Oktoberfest. Ja. So als Beispiel, zum Oktoberfest werden um die Theresienwiese rum ein sehr großer Umkreis Briefkästen zugeschweißt. Warum werden Briefkästen zugeschweißt? Ums Oktoberfest rum? Oder alle Routen, die Touristen sich bewegen oder halt Menschen sich dorthin bewegen? Damit die da nicht reinkotzen, ganz genau. Warum kann ich nicht Superzahn machen? Wenn sie nicht reinkommen können. Ja, das ist auch ein Problem, ja. Die typischen Post-Humors. Doch, Oktoberfest kann schon lustig sein, wenn du Bock hast zu saufen. Also du kannst auch einfach so, ich bin oft übers Oktoberfest geschlendert einfach, wenn nicht viel los ist, irgendwie halt unter der Woche mittags oder so. Einfach als, als so.
einfach als Mittagspause so, gehst du anstatt was essen oder anstatt irgendwas, gehst du halt eine Stunde aufs Oktoberfest, schlenderst drüber, holst dir irgendwas zu essen und dann schießt du ein paar Sachen so, gehst vielleicht auf einen Ride, auf die wilde Maus oder so. Und das ist auch cool. Ist halt einfach eine coole, es riecht cool irgendwie dort, so diese ganzen, ist halt wie ein Jahrmarkt, nur riesig. Aber es ist trotzdem cool, da irgendwie drüber zu schlendern. Vor allem bei schönem Wetter. Aber wenn du halt da bist, um zu trinken, dann musst du auch Bock darauf haben. Und wenn du da Bock drauf hast, dann ist es mega cool. Weil du kannst, musst ja, es ist ein riesige Zelda. Zelda? Riesige Prinzess Zeldas. Riesige Zelte. Gefüllt mit tausenden von Menschen, die alle nur ein Ziel haben. Betrunken, schunkeln und singen. Und dann kommen die typischen, da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Was nicht alles Lieder und alle singen mit. Und ich war auch schon mal, ich war einmal, glaube ich, was nicht viel ist, ich war einmal dabei in den letzten Minuten quasi. Weil jedes Jahr, wenn das Oktoberfest endet, was glaube ich um 10 Uhr ist am letzten Tag, ich glaube die Zelte machen um 22 Uhr zu und um 11 musst du komplett von der Wiese drunter sein. Und ein Highlight ist immer so die letzten Minuten, weil dann kommen so Rausschmeißlieder, aber das sind natürlich die geilsten Lieder. So Robbie Williams' Angels kommt dann und dann stehen alle in den Zelten mit Lichtkerzen hier. Und dann singt einfach ein komplettes Zelt von 10.000 Menschen. Und wie viel passt in ein Zelt rein? Weiß ich nicht. Nicht 10.000 vielleicht. Aber singen alle ein Lied und dann mit diesen Kerzen und sowas. Und es ist schon echt cool. Und da gibt's Leute, die weinen dann. Und ich kenne persönlich Leute, die dann immer weinen, weil es vorbei ist. Ich kenne auch Leute, die gehen jeden Tag. Ich kenne Leute, die nehmen sich 2 Wochen lang Urlaub, um jeden Tag auf die Wiesen zu gehen. Die geben Tausende von Euro aus. Weil es einfach so ein, keine Ahnung, für viele ist es halt so ein Gemeinschaftsgefühl, da zu sitzen und zu schunkeln und zu singen. Aber wenn du halt ein Idiot bist, übertreibst du es und dann ist es nicht mehr so lustig. Vor allem für andere. So, wir haben das Erste. Wir können weiter. Wein, weil man nicht saufen kann. Für viele ist es halt nicht nur saufen, sondern halt zusammenzukommen. Das ist schon echt eine coole Stimmung. Aber unerträglich natürlich, wenn du nicht trinkst. Wellspring Cave, welche war das? Wellspring Cave. Ist doch die da, genau. Ist doch hier gleich in der Nähe. Von welcher Seite? Ich glaube, von hier geht's schneller. Warst du schon in deinem Haus von Schwarz-Weiß 1? Ja. Ziemlich uninteressant. Zusammenkommen. Dort als Frau, als Kellnerin zu arbeiten, stelle ich mir mega ätzend vor. Ja. Aber alle, die da arbeiten, sind knallhart. Müssen sie sein. Ja, da sind überall Sacken viele Securities und wenn nur einer dir an den Arsch greift, was wir schon oft mitgekriegt haben, dann mach die nur kurz, heb die Hand, Security kommt und schleift dich raus und du kommst nie wieder rein. Ich habe einen Kumpel, der hat einer männlichen Bedienung nur so leicht, sagt er, leicht auf die Schulter gehauen, so von wegen, hallo, ich will ein Bier. Und es war dem Kellner ein bisschen zu fest. Und er auch so, kam sofort einer an raus. Und dann stand unser Kumpel vor der Tür und kam nicht mehr rein. Und dann, weil da so krass viel los ist, kam er wieder rein. Security hat ihn sofort wieder gesehen, wieder rausgeschleift. Das ging dann so eine Stunde lang. Hat immer wieder versucht, immer wieder reingegangen. Okay. Also, wenn du da, also so habe ich es nur mitgekriegt, nicht? Weil ich kenne niemanden persönlich, die da arbeiten, aber
Man hat die Dokus gesehen, man hat die Geschichten gehört. Das ist knallhart für die, aber die verdienen sacken viel auch in der Zeit. Ich glaube, deswegen machen es so viele, weil das ist halt, du machst es 2,5 Wochen und dann hast du ein gutes Polsterchen, womit du deine, keine Ahnung, Uni abzahlen kannst, womit du Schulden abzahlen kannst, womit du erstmal gut. Ich meine, es gibt Stände auf der Wiesn, die nur einmal im Jahr auf der Wiesn sind und dann nie wieder und das reicht denen. Die 2 Wochen, was sie da einnehmen, reicht fürs ganze Jahr. Das machen die 2-mal im Jahr oder 1-mal im Jahr, 2 Wochen lang. Und das reicht denen. Was ist das? Oder die. Oder so, die, was es auch gibt zu Christkindlmärkten-Zeiten. Da gibt es auch diese Feuerschwanzbowle. Nee, wie heißt das? Die macht das auch nur 1-mal im Jahr und die sind stinkreich davon. Hat er mal gehört, dass es über 10.000 sind in 2 Wochen? Ja, das ist sowas in einem Raum wahrscheinlich. Keine Ahnung, ist bei jedem anders. Weil. Wenn ihr das nicht, falls ihr das nicht wisst, Kellnerinnen arbeiten ja quasi für sich selber da. Also du bezahlst eine Kellnerin, dass sie dir ein Bier bringt, aber die selber kauft das von dem, das ist vielleicht pro Zelt anders, aber die kauft das von der Brauerei ab. Das heißt, die kriegt 15 Euro und die kauft dann das Bier mit Marken, die sie davor gekauft hat wahrscheinlich. Die kauft dann das Bier dem Zelt ab und bringt dir das Bier. Genau, Feuerzangenbowle. Die sind wahrscheinlich schon angestellt auch vom Zelt, aber soweit ich weiß, so verdienen die ihr Geld. Die kaufen quasi das Bier für dich und du gibst denen natürlich mehr Geld. Also musst denen mehr Geld geben. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch inzwischen anders, weiß ich nicht. Oh, shit. Aber die schlafen dann zum Beispiel auch unter den Bänken und sowas oder die schlafen dann unter der Kapelle. Schlafen die dann mittags für ein Stündchen, 2 Stunden und machen dann 6 Stunden weiter und tragen die 10, 12, 15, 16 Master auf einmal. Aber ich meinte, die ich immer kennengelernt habe, die sind knallhart. Wenn du auch nur probierst, die irgendwie anzumachen oder angrapscht, da hast du einen Krug im Gesicht oder die Security natürlich. Also die verstehen da gar keinen Spaß. Und das nur solche machen das natürlich auch. Weil sonst würdest du es nicht aushalten. Die schleppen sich ja auch kaputt. Ja. Und vor allem, wenn du dieses bayerische Wirtshaus-Feeling haben möchtest. Was ich ja mag, also ich sage mal, in Bayern ist man halt grantig. Aber das ist ein charmantes Grantig. Und was ja viele Touris oder Deutsche aus anderen Städten erstmal abschreckt, so von wegen, was, warum werde ich als Gast so angemault? Dabei ist es einfach nur der bayerische Umgangston, der ein bisschen. Aber es ist immer mit so einem Zwinkern halt. Und auf der Wiesn ist es halt ultimativ. Der Kellnerin wird nicht zu dir nett sein auf der Wiesn. Die kommt ran, du schreist, wie viel Bier du willst als Tisch und dann kommt sie wieder. Und wenn du so wie ich dann Radler bestellst, dann wirst du verarscht von der. So richtig. So richtig verarscht. Da gibt's auch keinen Radler oft. Manchmal gibt's Radler. Alkoholfrei bestellen ist natürlich noch viel schlimmer, da wirst du komplett verarscht von den Kellnern. Da muss man anscheinend auch aufpassen. Weil die bringen das natürlich durcheinander oder scheißen einfach drauf und bringen dir einfach eins mit Alkohol oder so. Und bei Radler kriegst du halt oft, du musst eine Maß bestellen und kriegst so eine kleine Sprite dazu. Das ist das, was sie dann netterweise für dich machen. So war es vor 10 Jahren, als ich das letzte Mal war. Kann sein, dass es viel anders ist. Und es ist auch pro Zelt anders. Wir waren immer, ich glaube, da, wo die meisten immer waren. Wie heißt das Zelt? Weiß nicht. Egal. Na. Wie lange läuft deine Schicht? Weiß ich nicht. Du kannst ja keine 8 Stunden am Stück 8 bis 12 Kilogramm durchgehend rumschleppen. Also, soweit ich weiß, ist die Schicht, wenn die Wiesn anfängt und hört auf, wenn die Wiesn aufhört. Und das jeden Tag für 2 Wochen.
Aber ja, es kann eigentlich nicht sein, dass die 12 Stunden am Tag da rumlaufen. Aber kann schon sein. Vielleicht kannst du dir auch selber einteilen, ich weiß es nicht. Hallo Mariko. Freundin hat es mal gemacht, sie hat gemeint, sie hat mehr verdient. Ejo! Ein Fragezeichen, Fleck neu. Es geht so einfach, es geht so schnell. Ich hatte schon Angst, wir müssen hier ewig suchen. Er hat in 3 Wochen mehr verdient als in einem halben Jahr. Ja. Du musst dir vorstellen, du bringst da einfach 15 Mass an einen Tisch oder 10 Mass an einen Tisch und jede Mass kostet 15 Euro. 15 Euro mal 10 sind 150 Euro. Davon sagen wir mal, 50 Euro musst du selber für das Bier zahlen, 50%. Also sagen wir mal 150, keine Ahnung, 70, 80 Euro pro Tisch. Einmal die Stunde. Wenn nicht mehr, weil eine Masse ist oft schneller weg als eine Stunde natürlich. Ich meine, wie viele dort auch exen, einfach aus Spaß. Dann rechne das mal hoch. 80 Euro die Stunde für einen Tisch. Du betreust, keine Ahnung, 30 Tische, 20 Tische? Nee, warte mal. Schon zacken viele. Allein wenn es 10 Tische wären, betreust 10 Tische, arbeitest, sagen wir mal, nur 8 Stunden, was bestimmt mehr ist, arbeitest 8 Stunden, kriegst pro Stunde 80, 800 Euro. 800 mal 8 sind 6.400, oder? Das wäre pro Tag 6.400 Euro und ich habe sehr wenig gerechnet, glaube ich gerade. Ich glaube, die haben mehr als 10 Tische und verteilen sicher mehr Bier als 10 pro Tisch in der Stunde. Aber das wären schon 6.400 Euro nur für einen Tag. Und dann machst du das 2 Wochen lang. Ich wäre fast geflüchtet, ich muss aufpassen. Noah Night Raven, du bist ein Kosmowung. Osmowum. Vor allem hat man immer Aktionen und lustige Situationen, also ist schon harte Arbeit, aber für das Geld wirklich top. Ja, ich glaube, das macht auch keiner. Also wenn du das machst, dann kündigst du nach einem Tag, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, dass es knallhart ist. Deswegen sind es, glaube ich, alles nur einfach die, denen das bewusst ist. Die werden einfach da durchpowern und die alle auch knallhart im Nehmen sind. Und wenn es dir dann auch Spaß macht, ist es umso geiler. Aber du musst es halt mögen, die ganze Zeit von tausend von Menschen umringt zu sein, dich durchzuprügeln, überall sau viel zu schleppen und den ganzen Tag zu rennen. Nicht rennen, aber schnell zu bewegen. Okay, jetzt fehlen nur noch 3 und die sind alle am gleichen Ort. Und zwar Pinwheel Forest. Pinwheel Forest ist auch hier unten. Ja, es macht irgendwie Sinn, dass alle Ends-Pokémon da sind, wo das ursprüngliche Spiel anfing. Wo es begann. Moment, ist es der Wald? Ist ewigen Wald Septana Forest? Pinwheel Forest. Ja. Warum heißen die so krass anders immer? Ich habe auch voll das Problem gehabt, als ich den Pokédex voll gemacht habe. War voll oft Schwimmer Tim hat ein Seejong. Okay. Und dann auf Serebi halt. Englisch. Schwimmer Tim. Und dann suchst du nach Schwimmer Tim. Und dann ist es aber in der deutschen Version heißt der Schwimmer Joche oder so. Und dann denkst du, warum habt ihr nicht einfach den Namen Tim gelassen? Warum muss jeder NPC umbenannt werden in einen noch nicht mal deutscheren Namen? Warum denn überhaupt ändern? Schwimmer Tim hieß einfach nicht Schwimmer Tim, sondern Schwimmer Sergio oder irgendwie sowas hieß der.
Wir suchen gerade einen Sonnenkern. Viel Spaß, das ist schwierig. 151 und 132, let's go. Sonnenkern in Karmesin und Purpur zu suchen, ist kein leichtes Unterfangen. Das würde ich breeden. Das ist ein Mewtwo. Kein Mewtwo, sondern ein Mewtwo. Haben wir was anderes erwartet? Wahrscheinlich. Maurediven, hast du vielleicht ein ultimatives Mew oder ein ultimatives Ditto versucht, erwartet? Nein, du bekommst einfach ein Ditto mit Mew-Augen. Ich glaube sogar, das ist einfach zusammengeschustert. Ich glaube, keiner hat es wirklich ernsthaft gezeichnet jemals. Wobei, doch, dann hätte es nicht diese Ohren und so. Doch, das hat jemand ernsthaft so gezeichnet. Sieht sogar nice aus. Wie? Das ist ein Ditto, was einfach es nicht einfach nach der Hälfte aufgehört hat zu probieren. Wir suchen Dusselgur, Praktibalk und Schallquapp. Moment, Schallquapp? Muss ich dafür ins Wasser? Gibt's hier Wasser? Ja, hier gibt's Wasser. Aber für Schallquapp muss ich doch dann safe ins Wasser. Pokémon kommen doch immer nur dort, wo auch die normalen kommen würden. Ah, nee. Natürlich. Natürlich kommt Schallquapp im Gras. Natürlich, es ist ja nur eine Kaulquappe. Natürlich kommt das im Gras. Warum sollte Schallquapp denn im Wasser kommen? Warum kommt Schallquapp im Gras? Gut, Outer Area. Oh, aber nur in der Outer Area kommt Schallquapp im Gras. Es kann sein, dass Schallquapp... Wir bleiben mal drinnen. Aber ich schätze mal, dass die anderen beiden drinnen kommen. Praktibalk. Aber es kommt nichts Ähnliches zu Praktibalk innen drin. Aber draußen schon. Ich glaube, wir müssen raus. Und Dusselgur kommt auch nicht im Wald. Doch, Dusselgur? Wo kommt Dusselgur? Dusselgur ist auch nicht im Wald. Aber auch nicht außen. Aber Schallquapp und Praktibalk sind nur vor dem Wald. Das ist nicht seltsam. Okay. Weil das ist auch irgendwie sehr speziell Gen 5, dass Orte vor dem Ort schon so heißen wie der Ort. Also hier bin ich schon im Wald. Was man darin sieht, wenn ich hier hingehe. Septerna City. Ewigen Wald. Dass das keine Route ist. Entweder wollten sie nicht zu viele Routen haben und haben deswegen einfach den Routen vor dem Ort auch den Ort gegeben. Das ist die einzige Erklärung. Warum sollte das hier der Ewigen Wald sein? Aber ja, das ist ganz viel in Gen 5 so, dass Bereiche vor dem eigentlichen Ort schon der Ort sind. Aber hier gibt es nur Schallquapp, deswegen nehme ich mal an, dass nur hier auch Ends Schallquapp ist. Kommt auch im Gras. Ja, genau. Schallquapp kommt im Gras. Es kommt tatsächlich nicht im Wasser. Es kommt nicht auch im Gras, es kommt nicht im Wasser. Schallquapp kommt nicht im Wasser vor. Bam, 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 bam. Dave, guten Appetit. Hallo Game Benny. Du bist dann bei 1350 Resets V-Rocks bei Shiny Giratina. Du armer Mensch. Wie hältst du das nur aus, schon so tief drin zu sein? V-Rocks, nimmst du mir nicht übel, aber ich gönn dir mal so eine richtige, so eine 13.000er. So ein 13.000er. Nach Arceus gönn ich dir jetzt so eine richtig schöne 13.000er. Nein. Aber irgendwann, wenn du weitermachst, umso länger du weitermachst mit dem Shiny Hunten, desto eher irgendwann kommt so eine miese Zahl. Das ist bodenlos. Du weißt nicht, was Verox von sich gegeben hat. Verox hat Arceus bei 1000 oder so gekriegt und hat sich beschwert, dass es so lang gedauert hat. Jetzt ist er bei Giratina bei was? 1350?
Irgendwann muss ja mal Pech kommen. Okay, solange du das aber verstehst, dass du Glück hast, ist ja alles gut. Ich will nur, dass du realisierst, dass du Glück hast. War nicht dazu noch die Alga unter 1000? Ja, keine Ahnung. Ich muss hier aufpassen, wobei den grünen Schimmer kann man gar nicht verpassen. Es geht schneller mit Ends Pokémon, als ich dachte. Also die Hälfte konnten wir isolieren mit Topschutz und jetzt die andere Hälfte ist ja, also bis jetzt zwei Stück sind einfach innerhalb von 10 Minuten gekommen. Ist auch schon bei 800. Sag doch nicht schon. Achso, schon, ja. Schon. Hey, ich bin schon bei 300 Manafies. Und ich war heute nicht beim Sport. Aber dafür bin ich spazieren gegangen. Zum Supermarkt, weil wir kein Salz mehr hatten. Und ich habe sehr geschwitzt dabei. Ey, Nummer 1, es geht so schnell. Oh mein Gott, das ist mir schon fast peinlich hier, die 1%. 1% First Hit. Warum habe ich eigentlich Kuckma da nicht an erster Stelle? Weil Kuckma da, wobei hier ist Schalkwab Level, achso, Level 13, genau. Kuckma da wäre nicht schnell genug wahrscheinlich zum Abhauen. Ja, RNG-Manipulation. Also, als ich quasi mich informiert habe zur RNG-Manipulation, ab jetzt, es ist einfach so ein seltsames Gefühl, wenn man weiß, wie die Shininess quasi bestimmt wird. Oh, Schalkwab ist noch kein Boden. Ich war krass. Ich habe gerade gedacht, so, warte mal, soll ich überhaupt Donnerwelle machen? Salz ist auch etwas, was man alle 5 Jahre mal kauft. Naja, ich meine, kaufst du, wie viel Salz kaufst du? 5 Kilo Salz? Naja, so alle 3 Monate oder so. Aber ja, seitdem ich auch weiß, wie Shininess bestimmt wird, erstmal hat man das Gefühl, dass es noch unmöglicher ist, ein Shiny überhaupt zu finden. War mal dann auf einmal sich bewusst ist, wie das überhaupt geht, weil einfach an dir die Frames vorbeidüsen. Und bei Deoxys denke ich mir die ganze Zeit, weil ich ja instant A drücke, so, wie soll ich jemals einen Shiny Frame treffen, wenn ich instant einfach sofort A drücke? Wie? Naja, weil irgendwann wird halt dieser erste Frame oder der 5. Frame wird halt irgendwann Shiny sein. Oh! Alter! Back to back. Es fehlt nur noch eins. Übertreib. Jetzt habe ich Glück. Ich kaufe jeden Monat so einen 5 Kilo Block Salz, an dem ich lecke. Wie so ein Pferd. Oder was für Tiere machen das? Pferde, Kühe? Respectable. Also wir haben so ein Tube an Salz. Kommt halt drauf an, wie viel Salz du kaufst, deswegen. Was ist nach Ends Pokémon dran? Weiß 2. So lange spielen, bis wir Eneko fangen können, denn dann kann ich Eneko auf das hier übertragen, dann habe ich einen vollen Pokédex. Weil Eneko existiert nur in Weiß 2. Aber das ist eigentlich nur den Anfang spielen, bis meine Stratos City ist. Und dann kann man Eneko finden. Sollte relativ schnell gehen. Ach, Ziegenessensalz, genau. 10 Ziegenzungen, 10 Zentner Zucker. 10 Ziegenzungen, 10 Zentner Zucker. 10 Ziegenzungen, 10 Zentner Zucker zum Zoo. Zucker, nicht Salz. Ziegenessen Zucker. Salz kann eh nicht schlecht werden. Ja, aber wenn du halt nicht unendlich viel Platz hast. Ich meine, wir kaufen 5 Kilo Reissäcke. Einen. Ich glaube, es sind 5 Kilo. Ja, sollten 5 Kilo sein.
Wie viel Grad sind es bei euch? Heute ist es tatsächlich warm. Ich glaube einfach, euer Wetter kommt zu uns. Gestern habt ihr alle gemeckert, dass es so heiß ist. Heute und gestern war es kalt. Gestern hat es 10 Grad bei uns und heute hat es schon 14 Grad bei uns. Und ich habe im Pulli draußen geschwitzt vorhin. Ah, nur weil ich so krass mich bewegt habe. What the shiny? Hi. Hi, wie geht's? Was gebührt mir die Ehre? Oh, da ist es, das letzte. Praktibalg. Der grüne Schiller. Das war's, oder? Ja, das waren alle. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mit Zoroa. 15, muss man gleich nachzählen. Geilon, das war jetzt so einfach schnell. Heute finde ich noch die Stelle, wo es Level 1 Gyarados gibt. Das ist heute das Endziel. Ich glaube nicht, dass ich ein Level 1 Gyarados finde, aber wir werden die Stelle finden. Heute Morgen Basketball spielen bei dem Bombenwetter. Basketball wäre, glaube ich, der einzige Sport, der mir auch vielleicht Spaß machen würde. Das hat mir in der Schule Spaß gemacht. Aber ich wüsste gar nicht, wo hier ein Basketballplatz ist. Ich habe noch nie hier einen Basketballplatz, glaube ich, gesehen. Oh, doch. In einem einen Park hier. Ich glaube, da ist was. Gestern hat quasi die komplette Straße gegrillt. Heute hat es bei euch nur 22 Grad. Oh nein, ihr armen Menschen. Oder ihr armen Menschen, weil ihr alle euch immer beschwert, dass es zu warm ist. Aber bei Fußball lieber mit den Mädels rumgehangen. Moment, ja. Moment, hast du das... Sagst du das gerade, dass du das gemacht hast oder ich? Weil ich habe immer wenn die Jungs, immer wenn irgendwie die Lehrer gesagt haben... Oder beim Sport oder sowas, beschäftigt euch. Dann haben die Jungs immer, oder es war so, Jungs spielen Fußball, Mädels spielen Seilhüpfen. Und ich habe immer gesagt, kann ich bitte bei den Mädels mitmachen? Ich habe Fußball schon immer gehasst. Und dann war ich der einzige Junge, der immer so, 1 und 2 und 3 und 4, ja, da machen wir mit und hier und... Wundert euch das? Wahrscheinlich nicht. Du? Okay, du hast dich erinnert, dass ich das mal erzählt habe. What a shiny, ich muss kurz einmal sagen, ich habe das einmal schon getweetet. Unter deinen Tweet, glaube ich. Ich muss es einmal zeigen. Moment, jetzt ist gerade so hässlich hier, Mann. Kamera, geh rüber. Nur wegen dir. Nur wegen dir, du hast mich angestiftet. Und irgendwann werde ich auch ein schönes Rack haben wie du. Aber nur wegen dir. Nur wegen dir. Und bei mir hängen die Dongles... Hallo, Kamera? Jetzt hat sie komplett aufgegeben. Ah. Und bei mir hängen die Dongles außen dran und sowas. Dein Setup ist das schönste Setup, das ich je gesehen habe. Und hat mir den letzten Stoß gegeben. Ich hatte nur eine Gamecube und habe wie so ein Plepp nur in einer Gamecube Shiny Entei gesucht. Und dann hat dein Video... Ich habe sogar den gleichen Splitter wie du mit deinem... Also unter deinem Video und so. Dann hat dein Video mich über die Schwelle geschubst, noch 3 Gamecubes dazu zu kaufen. Also danke dafür. Okay, wir gehen zählen. Habe ich wirklich alle gefangen? Die Cubes überhitzen so nicht. Wäre gut zu wissen, weil ich bald einen neuen Schreibtisch kaufe. Ich kann sie nicht anmachen. Also ich kann sie jetzt schon anmachen. Ich muss nur immer aufpassen, weil... Die sind bei mir nicht perfekt gemoddet. Ich habe mal versucht, also ich habe 4-mal den Pico-Bot gekauft.
Aber ich hätte fast den GameCube kaputt gemacht beim Reinlöten, beim Reinschweißen, beim Reinlöten. Und hab's dann lieber sein gelassen. Jetzt habe ich halt die Safe State quasi Exploit-Variante. Und ich hatte nicht so viele GameCube-Spiele, deswegen eine von den GameCubes wird gehomebrewed durch BMX XXX, was auf dieser Plattform hier gebannt ist, das Spiel, weil der erste Frame vom Spiel sind einfach Boobies. Maps, genau. Deswegen muss ich mal aufpassen, wenn ich die starte, dass ich das nicht on-stream mache, weil einer von den vier Bildschirmen ist so, okay. Als ob, ja. Ist ein cooles Spiel, BMX XXX. Ist halt BMX, ist halt wie Tony Hawk, nur mit BMX und dass du nackt sein kannst und so. BMX XXX. BM XXX? Hier zählt mir mit. Warte, nee. Hier müssen wir anders hin. Weil ich bin super verwirrt, was die... Ich kann es gleich mal machen. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt Gehomebrewer hast, weil das muss man natürlich nicht machen. Ich habe es gemacht, weil ich Angst habe, dass die abstürzen, weil bei mir so oft die GameCube abgestürzt ist bei Colosseum, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss das quasi digital machen, damit, wenn ich einen Shiny finde, nicht auf einmal die GameCube abstürzt. Und dann kannst du den Safe State auch backupen und sowas. Lass mich kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich glaube, ich habe welche im Team, oder? Da fehlen welche. Oh Gott, hier. 13. 14. 15. Und das, meine Lieben, sind alle Pokémon von NS. Von N. Ich habe den dummen Witz jetzt im Kopf gehabt. Von N. N's Pokémon. 1. Zorua. Duda. Freitags ist sie nieder. Duda. Okay. Alle Ends Pokémon. Das, was ihr seit einem Monat mir sagt, dass ich gefälligst holen soll. Da sind sie. Deine sind Pico gemoddet mit bei mir ist es so ein krasser Mischmasch. Bei mir sind alle gemoddet. Einer mit Pico. Und zwei davon mit SD2, SP2. Die anderen mit, ich weiß die Begriffe immer nicht, halt mit Memory Card und USB und sowas. Genau, Boku no Pico Chip, genau. Bei Fußball, ich wurde auch bei Fußball immer ins Tor gebannt. Irgendwann hatte ich aber einen coolen Sportlehrer, der gesagt hat, nein. Der Leo kommt nicht ins Tor, der ist Brillenträger. Was ich dann irgendwie sehr logisch fand und mich sehr gewundert habe, dass das früher nie ein Sportlehrer gesagt hat. Weil also, du kannst halt eigentlich Leute mit Brille nicht ins Tor reinstellen. Vor allem nicht jemand wie mich, der den Ball aus dem Weg geht. Ich habe immer gesagt, Leute, ich gehe den Ball aus dem Weg, ich lasse mich nicht abballern. Und die haben gesagt, ja, aber auf dem Spielfeld machst du noch weniger, also geh gefälligst ins Tor. Ich will dir mal kurz, weil es ist wirklich interessant, ich verstehe es nämlich auch überhaupt nicht, ich will dir kurz die Temperaturen zeigen von den GameCubes. Aber wir müssen aufpassen. Ihr braucht auch nicht jetzt Security Cam anmachen, weil ich sehe selber, also das würdet ihr eh keine Boobies sehen. Ich sag's nur. Ihr könnt's probieren, aber ihr seht keine. Also, ich würde die liebend gerne nebeneinander stellen, aber ich habe einfach nicht den Platz dafür. Wo ist es? Hier. Schnell weg. Ah, oh mein Gott, sie sind so groß. So, ein Spiel muss ich...
kann den Adapter von Inside Gadgets empfehlen. Kannst jeden Bluetooth-Controller zum Zocken nutzen und mit in jeden Button sogar mappen. Ich habe das gesehen, was du benutzt, hier auch mit Xbox-Controller und sowas. Und ich könnte es auch machen, ich weiß, ich mag es nur sehr einfach mit dem. Ich mag es einfach sehr so. Also ich weiß, was du meinst. Danke, danke. So, warte, warum kommt da nichts? So, kann ich euch das jetzt zeigen? Ich glaube schon. Ich muss jetzt kurz laufen lassen, aber das steigt jetzt langsam die Temperatur. Das funktioniert, das Dreamworld-Ding, Cerberus. Oh Gott, ich werde es später auch probieren. Und dann machen wir das morgen, die Dreamworld. Bye, Maya. N muss Süßigkeiten verkaufen und die N und Ns nennen. Also, ich hätte gedacht, die sind schneller auf der Temperatur. Ich finde es halt seltsam, dass die alle eine unterschiedliche Temperatur haben. Und das Lustigste von allem ist, rate mal, welche von den Cubes gefanmoddet ist. Weil ich habe meine eigene Cube gefanmoddet. Also ich habe da diesen Fan da rein, was halt auf YouTube und so. Oder war das sogar in deinem Video auch drin wahrscheinlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Und den habe ich in die, natürlich links oben eingebaut. Also die, die am heißesten wird. Wobei es macht vielleicht Sinn, weil es nicht der Original-Fan ist und somit wird sie heißer. Weil der Fan macht sie ja nur leiser. Vielleicht ist der Fan nicht so gut. Ich habe 5 von 10 Fan-Mod. 5 sind schön leise. 5, ja, ich finde die 4 sind schon relativ laut. Ihr hört es jetzt so nicht. Aber wenn ich hier sitze und so, ist es schon neben mir so. Aber interessant ist, dass halt die am lautesten ist. Und wahrscheinlich liegt es daran, weil der Fan ist dazu gemacht, dass er leise ist und nicht gut ist. Die, die am wenigsten hat, 26. Ah ne, ich glaube, Happens, die hast du bekommen. Die, die an der Seite so ein Teil rausgeschnitten hat. Weil die ich auf eBay gekauft habe, die hatte dann an der Seite auf einmal dieses Gitter einfach, dieses Plastikgitter rausgeschnitten. Ich dachte, warum hast du das gemacht? Ja, vielleicht, damit sie kühler ist, keine Ahnung. Nein. Auf jeden Fall. Von der Temperatur geht es auf jeden Fall. Ich glaube, die gehen so auf 50 Grad hoch und ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung. Ich dachte auch, ich habe da auch so Angst davor, weil die blasen ja von dem einen auf die andere Seite und somit geht es einmal durch zwei Gamecubes durch und so. Ich habe halt keinen anderen Platz dafür. Ich würde auch lieber die 4 vor mir stehen haben. Vor allem resetten ist nervig. Weil resetten muss ich halt hier mit Tastenkombi machen. Aber Colosseum hat keine Tastenkombi. Deswegen muss ich da ein anderes System benutzen. Es geht auch. Aber es wäre cooler, wenn ich so machen würde. Ich würde auch gern einfach klick, 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 einfach über alle 4 mal eben kurz drüber klicken. Aber ich komme nicht hin. Das ist halt nervig, die hochheben, anmachen und sowas. Aber überhitzen gar kein Problem. Das wird nicht mal höher. Ich meine, wir spielen auch kein Spiel gerade, aber es ist bei 42 und 34. Du hast eine ISO, damit du mit Tasten resetten kannst? Also, Leute, ich weiß, interessiert euch jetzt vielleicht nicht. Einen Moment, wir spielen gleich wieder. Warum kann ich gerade nichts steuern? Ah. Ich habe halt auch die IPL direkt abgelegt und das macht man ja, damit man eine Tastenkombi nehmen kann. Das Problem ist nur so, wie ich es mache, der hat halt keine Z-Taste. Und Inside Gadgets habe ich auch geschrieben und der hat gesagt, ah ja, wir haben ein Update rausgebracht. Das Update musst du quasi ranschweißen, ranlöten. Und da habe ich keinen Bock drauf. Das nehme ich mein anderes Prinzip, mit dem kann ich die Z-Taste benutzen. Ich hätte halt nur gern eins für beide, dass ich alles, dass ich hier Z-Taste benutzen kann. Aber ich habe einfach keinen Bock da, jetzt nochmal dieses Set zu kaufen und es daran zu löten.
Ah ja, wenn du das meinst, ja, das mache ich auch so. Meine Switch ist so laut, wenn ich Pokémon spiele, brennt mir die Switch durch. Deswegen habe ich mir die OLED geholt, aber es sei dir gesagt, das macht's nicht besser. Ich habe das Gefühl, jedes Switch-Spiel am Anfang, wenn du es startest, lässt eine Switch erstmal und dann irgendwann geht's runter. Also die ersten 5 Minuten von jedem Spiel auf der Switch ist der Fan so krass laut. Guck mal den Cube an mit dem Fan-Mod, der geht so hoch. 46 Grad, ist es zu hoch? Ja, ja, der Fan läuft. Aber sind 46 Grad schon zu hoch? Wie komme ich denn hier raus? Bootloader. Ja. Oh, okay. Ich will nur, dass alle im gleichen Bildschirm sind. Das ist so schwer. Fuck. Egal. Alles nicht so schlimm wie eine alte PS4. Ja, PS4 sind auch sackenlaut. Okay. Lüfter können verschmutzt sein. Bei einer Switch musst du schon viel machen, dass der Lüfter verschmutzt ist. Wenn, dann ist sie einfach so alt, dass die Leitpaste vielleicht alt ist und sowas. Aber eigentlich, eine Switch ist laut. Und es gibt bestimmt auch unterschiedliche, wie sie gemacht sind und sowas. Also komischerweise ist die 6, die unten rechts am. Die unten rechts kriegt eigentlich am meisten ab. Die kriegt von links die heiße Luft und die kriegt oben und links oben. Und die ist am kühlsten. Verstehe ich null. Und die rechts oben, die am wenigsten, also die am kühlsten sein sollte, weil sie auch links oben steht, ist am heißesten. Wahrscheinlich wegen dem Fan-Mod. Weil der dreht sich. Und die ist auch, vielleicht ist der Fan falsch rum drin. Nein, ist er nicht. Sollte er nicht sein. Aber sie funktionieren und ich glaube auch nicht. Ich glaube, die können locker auf 60 Grad hochgehen, ohne dass was passiert. Oh ja. Was für ein Kühler hast du verbaut? Dieses... Weiß ich nicht von Be Quiet, dieser rote. Ich hab's vergessen, wie er heißt. Ich habe literally gestern den Speedtwister-Server gefragt, wie nah die aneinander stehen dürfen. Also ich weiß nicht, was sie dürfen, aber das ist so, ist das, wenn die so stehen. Und die gehen nicht mal näher aneinander, weil ja dieser Knob ist an der Seite. Die gehen auch nicht mal wirklich näher aneinander. Ja. 46 Grad. Also in Benutzung sind sie wahrscheinlich dann auf 53, die links oben. Ja, aber dass die rechts unten so kühl ist. Ich will wissen, was die rechts unten ist. Die rechts unten ist die mit Pico-Chip. Das ist der einzige Unterschied, den ich mir erklären könnte. Der rechts unten ist mit Picobot. Aber was soll denn der ändern? Der ändert doch nichts an der, wie heiß die wird. Es ist seltsam. Naja, ich mache mal wieder aus. Bam. Nochmal speichern. Habe ich dir geholfen? Unwissend. Ich habe dir nur zeigen wollen, dass du schuld bist, dass ich so viele habe. Aber cool, dann konnte ich dir irgendwie helfen. Willst du dir so einen Rig bauen, wo die übereinander sind? Ich weiß nicht, man kann sich sicher auch so einen Rig bauen, wo man dann halt... Man könnte sich ja Fans dazwischen bauen noch. Dass sie nicht nur gekühlt werden von ihrem eigenen Fan, sondern man baut in das Rig einen Fan ein, der nochmal alle kühlt. Okay. Will alle 10 nebeneinander?
Bei dir sind aber, also bei dir ist, glaube ich, mehr Zwischenraum als bei mir. Aber ja, blasen die nicht die Wärme durch, sodass bei dir die zehnte dann die komplette Wärme abkriegt von allen neun? Okay, wir gehen jetzt in Weiß 2 rein. Bam, 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 bam. Beim neuen Schreibtisch werden die so sein wie deine. Hm. 10 Stück. Ey. Crazy. Aber es ist sehr geil, wie du im Bett sitzt einfach und deine Gamecubes steuerst und sogar siehst. Das mit Discord ist so eine gute Idee gewesen. Aber ich filme mich halt bei allem. Und ich hätte keinen Bock, mich im Bett zu filmen oder auf der Couch zu filmen dabei. Das ist so ein bisschen nervig dabei. Manchmal würde ich einfach so gern einfach vom Fernseher sitzen und shiny hunten, während ich einen Film gucke auf der Couch oder sowas. Aber dann habe ich keine Kamera, die meine Reaktion filmt und so. Und das will ich halt irgendwie auch. Für die Zuschauer, für YouTube und auch für mich selber einfach diesen Moment innehalten, verewigen. Aber so eierbrütig aus, ohne es zu filmen und so. Okay, ich zeig euch, was ich Cooles hier habe. Traumradar. Gebt euch. Sich im Bett zu filmen ist auch normal. Ja, so. Ja, okay. Hier, das hier, sind alle Traumradar-Pokémon. Ich habe die jetzt nicht alle männlich und sowas. Da breche ich jetzt meine Regel vom Origin Dex, weil sie sind nicht Teil vom Origin Dex. Das sind einfach einmalige Pokémon, weil sie alle im Traumball sind. Und sie haben alle die versteckte Fähigkeit. Also die einer haben können. Hitzewahn, Leichtmetall, Telepathie. Ich glaube, die haben alle eine versteckte Fähigkeit. Außer die Tiergeister. Weil die haben keine. Und dann auch hier, genau, die Legis haben auch alle ihre versteckte Fähigkeit. Multischuppe, Belebkraft. Und Somnivora ist das einzige, Symvolara ist das einzige, das wir noch brüten müssen, um ein Männchen zu kriegen. Ah ja, die haben alle versteckte Fähigkeit und sind Traumradarmons im Traumball. Und da ich das jetzt fertig habe, können wir jetzt endlich Weiß 2 weiterspielen. Das waren alle die ich übermäßig gefangen habe, die ich nicht mehr brauche. Das heißt, wir könnten die benutzen, um das Spiel durchzuspielen. Mit dem Kryburg Spiel durchspielen. Und das habe ich eben gemacht und deswegen konnten wir so lange nicht Weiß 2 weiterspielen, weil ich wollte das machen vor der ersten Arena. Denn wenn man das macht vor der ersten Arena, haben die Pokémon Level 5. Und somit haben jetzt die 5 Legis, die ich habe, Level 5. Und das ist cool. Kannst ja mal Bedstream machen. Ich mache nicht mal Küchenstreams, wie ihr manchmal schon gesagt habt. Ich werde niemals streamen außerhalb von diesem Raum. Alles gut, what the shiny. Alles gut. Hat mich sehr gefreut, dass du vorbeigeschaut hast. Hier ist die Arena, ne? Was nehmen wir in der Arena? Ich könnte echt einen Kryburg und so mitnehmen. Seit Level 5. Mikro ist besser. Achso, das heißt, du hättest sogar... Zumindest, ich habe gedacht, du hast noch nicht mal dann die Reaktion von dir auditiv. Das heißt, du hast sogar deine Stimme als Reaktion, die du aufnimmst. Das ist krass. Wir machen Kryppuck. Was können wir noch Gutes in unser Team nehmen? Wablu? Machen wir Porygon? Ne, aber Trasslam ist mehr. Aber ist Sterndu nicht auch gut? Wasser, Drache, Flug, Psycho, Geist, Unlicht.
Rotom. Wo kriegt man hier die verschiedenen Rotom-Formen eigentlich? Ich will nicht nur, wobei es auch Geist. Fluffeluff. Ich meine, Knuddeluff ist ein Boller. Na, ich werde die eh nicht alle trainieren wahrscheinlich. Coole Challenge. Es ist eine Challenge, die wir seit über einem Jahr jetzt machen. Und sie ist vor allem sorgt sie dafür, dass ich Sachen ausprobiere, die ich nie machen würde, wie zum Beispiel Traumradar spielen. Oder jetzt haben wir, hat heute mir jemand ein GitHub geschickt, wo jemand es tatsächlich geschafft hat, Dreamworld von Gen 5 zu archivieren. Das heißt, ich kann sogar auf die Dreamworld zugreifen, was ich niemals machen würde. Aber da ich halt jetzt auch noch sage, ich will jedes Mon mit versteckter Fähigkeit, muss ich jetzt auch noch Dreamworld machen. Mann, ey, Dave, warum hast du mir das gezeigt? Es sorgt halt dafür, dass man viele Sachen spielt, die ich sonst nie gespielt hätte. Traumata ist jetzt nicht das beste Spiel, aber es ist cool sagen zu können, hey, ich habe alle Traumradar-Pokémon gefangen. Hier auf Home sind sie. Versteckte Fähigkeit, Traumball, super cool. Und am Ende werde ich diesen Pokédex durchblättern und werde einfach so befriedigt sein, weil man kann ihn bestimmt noch perfekter machen, indem man jedes Pokémon mit perfekten IVs hat und Level 100 und was nicht alles, aber das würde ich mal behaupten, ist schier unmöglich. Und es wird einfach geil sein, diesen Pokédex durchzuklicken. Okay, schaffe ich den mit Level 12? Wann Shiny Hunt in Pokémon Pinball? Seitdem ich einmal Pokémon Pinball gesagt habe, bist du ein bisschen drauf verschossen, ne? Wenn ich mit dem Origin Dex fertig bin, kommt zuerst, weil ich werde es wahrscheinlich... Hallo? Achso, ich dachte, die wollen gegen mich kämpfen. Okay, dann muss ich erst mit euch reden. Dann kommt erstmal der... Wer ist's? Ribbon Master mit hoffentlich meinem Shiny Entei. Und während Ribbon Master werden wir eine andere Challenge anfangen, und zwar Retro Achievements. Und Retro Achievements in Pinball und sowas ist, glaube ich, ziemlich cool. Vor allem, weil Retro Achievements sorgt dafür, dass man die Spiele nicht nur 100% macht. Also, ich rede nicht von Karpfen die im 100%, um Gottes Willen. Aber natürlich ist eine Trophy immer sowas wie, mach den Pokédex voll. Aber da ist halt dann auch so ein komisches Zeug dabei, wie finde den einen NPC, der ein Easter Egg für dich hat und sowas. Und das sind dann Sachen, die einfach cool zu sehen sind. Ja, ich muss dich einfach besiegen, so. Nein, das geht nicht. Man kann nicht in Pinball Shiny handeln. Aber es wäre cool. Und noch cooler wäre es in Pokémon Snap. Kommt ein einzelnes Video zu Dreamworld? Ich meine, ich habe es erst heute rausgefunden, dass das geht. Es wurde mir erst heute gesagt, dass das geht. Aber ich habe mir sofort gedacht, das wäre besonders genug, um dazu ein Video zu machen. Ich bereue es ein bisschen, dass ich jetzt kein Video zu Traumradar gemacht habe. Aber ich habe zu wenig aufgenommen. Ich kann trotzdem ein Video machen zu Traumradar vielleicht. Ja. Aber ja, ich glaube schon, dass ich ein... Also wenn es cool ist und wenn es wirklich gut funktioniert, dann mache ich, glaube ich, ein Video zu Dreamworld in 2024. Aber es ist halt so wie das DNS-Glitch-Video, weil es ist am Ende... Machst du dir einen Server mit der Dreamworld drauf, den du selber hostest, und dann greifst du darauf zu. Also... Aber es ist trotzdem cool, dass es geht. Warte, sollen wir diesmal unser Floink mit einem Igler ausstatten, damit der Walzer... Oh ja, das probiere ich jetzt. Damit der Walzer doppelt so stark ist. Macht ein Igler... Ein Igler macht, glaube ich, Walzer doppelt so stark. Hallo Lurky. Hamke, du bist ein... Sabayon. Oder? Wie heißt es? Sabayon. Snabayon? Sabayon? Weiß noch, wie ich nur deswegen meine Eltern um 3DS angebettelt habe? Also es war jetzt schon cool. Weil's, also...
Viele haben davor gesagt, oh, Traumradar, da musst du viel grinden. Fang jetzt schon mal an. Da haben sie mir schon Angst gemacht, so, fuck, was? Ja, du musst immer die Wolken abwarten und sowas, oh nee. Aber im Endeffekt, jetzt ging das super schnell. Ich habe noch nicht mal wirklich viel gegrindet. Ich habe einfach ein paar Mal am Tag gecheckt, ein paar Mal Goldmünzen ausgegeben. Und dann irgendwann weiß man auch, was man machen muss, um gewisse Pokémon zu triggern. Und dann. Aber für was? 4 Euro, 5 Euro oder sowas? Damals war es bestimmt nochmal cooler, weil die Kamera benutzt man und so. Aber sie hätten es. Ich meine, was soll man für 5 Euro noch verlangen? Ich meine, die verschiedenen Pokémon haben verschiedene Muster, die sie abfliegen. Und manche sind echt auch schwer zu fangen. Aber es ist schon sehr einfach. Aber es ist wieder eine so eine Sache, weswegen Pokémon so cool ist, wie sie sind. Weil dieses Sammeln, dieses, oh ja, ich habe dieses eine Spiel und das verknüpft man dann und das ist die einzige Möglichkeit, Tiergeister zu bekommen. Und wenn du die sogar dann in ihre Form zurückverwandelst, haben sie sogar die versteckte Fähigkeit. Es ist einfach, die machen das so klug. Die sind so klug, ey. Dass die Sammler wie mich da rankriegen, dazu sagen, oh, ich muss unbedingt Traumradar spielen, denn da gibt es Legis im Traumball. Ich sterbe gerade. Für Pokémon Pinball würde ich mir was modden, quasi 2 Monitore zu einem echten Flippertisch, auf den ein Emulator läuft, das wäre doch mega. Quasi so ein Arcade-Moped im Raum. Es gibt sehr viele Leute, die sich selber so Pinball-Maschinen gebaut haben mit quasi Bildschirm. Ich kenne einen auch persönlich, einen Streamer, der das hat mit Bildschirm. Wie heißt er? Retroni oder Retrotoni? Happens, du weißt es. Retroni, oder? Der streamt manchmal und dann streamt er halt, wie er in seinem Keller einfach Pinball spielt und er kann halt jedes Pinball-Spiel da einfach triggern. Weil es einfach auf einem wahrscheinlich Raspberry Pi einfach drauf ist. Und der hat den auch komplett selbst gebaut und so. Und ich wette, der könnte da auch einfach... Ich weiß nicht, was das für ein Format dann hat. Wahrscheinlich haben diese Pinball-Tische von damals aus den Arcades alle so ein bestimmtes Format. Und wenn du dann irgendwie sagst, hey, kannst du da mal Pinball von Game Boy Advance drauf tun. Ich weiß gar nicht, Pinball Advance, ne? Das erste Pinball ist Game Boy Color und das zweite ist Game Boy Advance. Aber ja, du müsstest das Spiel so modden, dass du mehr siehst vom Tisch. Weil du siehst ja immer nur Breitformat und die Kamera geht dauernd hoch und runter, hoch und runter. Genau, Ruby und Sapphire Pinball. Aber das war für Advanced. Also hat es noch keine 2 Bildschirme, meine ich. Du müsstest quasi das Spiel so modden, dass dir der komplette Tisch angezeigt wird und die Kamera sich nicht bewegt und der Ball dann rumgeht. Und das könntest du dann auf dem Pinball-Tisch tatsächlich projizieren. Ey, es muss doch, bestimmt hat es jemand mal gemacht. Es muss doch jemand geben, der das gemacht hat. Ich fand, also ich habe letztens nur, als ich mal kurz für Retro Achievements das getestet habe, habe ich das Gen 3 Pinball mal ausprobiert. Das war definitiv cooler als das Color-Ding, aber das Color-Ding habe ich selber noch. Mit dieser Rumble-Batterie drin, die man da reintun konnte in die Cartridge. Und das habe ich damals auch, ich habe es nie gut gespielt, ich habe nie auch nur irgendwie viel geschafft da drin. Aber ich habe trotzdem als Kind ohne Ende dieses Pinball-Spiel gespielt, aber es war so schwer. Das wird schwer, das wird schwer. Hallo Igor. Hallo Wildo. Ja. Soll ich nicht nochmal vorher überprüfen, ob ich... Bevor ich speichere, muss ich nochmal kurz durchgehen, ob ich wirklich alle Traumradar-Mons habe.
Das wäre sonst fatal jetzt gerade, was ich mache. Windows Pinball auf Papas PC war damals böse. Das habe ich auch gespielt. Minesweeper, Pinball und da gab es noch irgendwas. Solitär. Natürlich, solitär. Hugo. Okay, Hugo. Da können wir gleich sagen, Kellogg's Frosties. Oder dieses Kellogg's-Spiel, was damals bei den Kellogg's-Packungen dabei war. Ein Kumpel sagt immer... Ich weiß auch, dass ich das mit einem Kumpel immer gespielt habe. Wusste nie, wie Solitär funktioniert. Ich auch lange nicht. Aber ich wusste länger nicht, wie Minesweeper funktioniert. Und habe da einfach blind drauf rumgeklickt. Bis damals, als Kind, ein anderer Kumpel vorbeikam. Kind. Um sicher zu sein, wir waren Kinder. Vollkommen egal. Und der hat mir dann mal Minesweeper erklärt. Und Solitär ist eigentlich auch sehr einfach. Wenn man es einmal versteht, was man machen muss. Aber damals haben die Spiele einem ja noch nicht erklärt, wie sie funktionieren. Wahrscheinlich gab es irgendwo eine Windows 95, 98 XP Anleitung. Oder ein komplettes Benutzerhandbuch, wo dann auch unter dem Kapitel Spiele eine Anleitung für Minesweeper, Solitär und Pinball war wahrscheinlich. Weil Spiele hatten damals keine Tutorials im Spiel. Mahjong war auch cool. Mahjong habe ich nie verstanden. Rosa kann Mahjong. Dafür kann Rosa kein Schach. Mahjong gab es auch, stimmt. Mahjong habe ich auch nie verstanden. Hör auf zu labern. Ich will einfach nur nach Stratos City, um dort ein Eneko zu fangen, dass es nur in Weiß 2 gibt. Und dann kann ich dieses Eneko auf Schwarz 2 tun. Habe dann einen vollen Pokédex, mit dem ich in die Naturzone komme, wo wir einen Shiny Maxax finden. Wo ich das eigentlich fangen? Ja, ne? Wo wir einen Shiny Maxax finden und dort im hiesigen Gewässer, im dortigen Gewässer, Carpador von Level 1 bis 100 und Garados von Level 1 bis 100. Problem hierbei ist, wir könnten uns jetzt einfach in das Wasser dann stürzen und grinden. Ich schätze mal, es ist genauso wie in Gen 4. Jetzt kriege ich das Siegier. Wow. Das hätte ich gebraucht vorher. Wenn es genauso ist wie in Gen 4, dann ist die Chance 1 zu 10.000, dass das Level 1 oder Level 100 Garados oder Carpador erscheint. Beziehungsweise Level 1 bis 9. Level 91 bis 100. Ich glaube, die haben mich gerade geheilt. Egal. Warum habe ich einen Trockner? Ich hatte früher auch einen Trockner und Waschmaschine in einem. Aber trotzdem habe ich nie... Ich habe den Trockner nur im Notfall benutzt, wenn zum Beispiel, fuck, ich muss noch was waschen, aber morgen muss ich wegfliegen. Dann aber den Trockner damit. Aber Trockner ist so schlecht für die Wäsche. Ich habe den nie benutzt. Aber es ist ein geiles Gefühl, die Wäsche aus dem Trockner zu nehmen und dann ist es so schön warm. Aber nee. Lieber hier quer übers Wohnzimmer hinstellen und hoffen, dass es trocken wird innerhalb von 2 Tagen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier gerade groß im Spiel bin, aber also ich bin am Anfang. Und die Handtücher sind keine Frühstücksbretter. So, hier versuchen wir jetzt... Wobei... Brauche ich in beiden Spielen den vollen Pokédex? Ich glaube nicht, oder? Was muss gegeben sein, um
das Shiny Dratini oder Kaumala zu kriegen. Kontakt Safari, Schillerpin Methode, nein. Wo ist es? Garantierte Shinies irgendwie. Ich hatte auch letztens erst die Seite. Warum bookmarke ich mir diese Seiten nicht? Dann. After clearing the Black Tower and defeating Benga. Ja, okay. Aber Pokémon Schwarzer Turm. Schwarzes Hochhaus. Das Hochhaus, Pendant, Sieg kann man in den nächsten Bereich betreten, bla bla bla. Ab wann kann ich in das Haus reingehen? Kann ich in das Haus immer, wenn ich das Spiel durchgespielt habe? Wahrscheinlich. Kommt man nach der Liga zum ersten Mal in das Schwarze Hochhaus, versperrt dort ein Ast-Trainer den Weg. Er gibt ihn erst frei, wenn man Lauren Dowsing aufgesucht hat und besiegt hat. Dabei erfährt man auch, dass dessen Enkel Magno. Ja, ja. Die Stärke der Trainer wird bla bla bla. Okay, ich glaube, ich muss das Spiel nur durchspielen und dann kann ich in den Battle Tower. Ich brauche keinen nationalen Dex. Ich brauche keinen vollen Pokédex. Muss ich zufällig hier zu Lauro? Warte, ich glaube, ich bin falsch. Kann mich über den Strom vom Trockner nicht beschweren, einfach ein besseres Modell kaufen mit A+. Okay. Bei Fragen? Shadow-Fragen. Bei Trockner-Fragen? Ich glaube, ich muss zurück zu Mama wieder mal und dann, die muss mir dann da so sagen, dass ich jetzt ins große Gras gehen kann darf. Aber warum hilft ein Trockner bei Heuschnupfen? Nope. Ich wünsche mir gerade das Tagebuch aus Gen 4 zurück. Vielleicht gibt es hier auch ein Tagebuch. Schau mal, wenn das Siegel aktiviert ist, erscheint ein entsprechender Bildschirm. Jaha. Gibt es noch eine Arena? Ja. Achso, hier! Was? Muss ich einfach die... Ich dachte, Lauro muss jetzt mit mir reden. Das war schon. Okay, warte mal. Ich check's nicht. Habe ich schon eine Karte? War Pyro City ist doch die nächste, oder? Ja. Nein? Was? Dowsing. Ach so, ich war schon in Dowsing und bin dann zurück. Und jetzt muss ich noch eins weiter. Ah, ich habe diesen dummen Hund schon geholt. Ist so lange her, dass ich jetzt hier gestoppt habe. Ich weiß wieder, wo ich hin muss. Wegen Pollen. Das ist schon klar, was Heuschnupfen auslöst. Aber warum sollten Pollen auf deiner Wäsche sein? Ob die jetzt trocken oder nass ist? Du kannst sie nicht draußen aufhängen, ja. Hauptgrund ist die Kinder. Ich kenne das nicht mit Wäsche draußen aufhängen, deswegen habe ich blöd gefragt. Aber ja, wenn du die Wäsche immer draußen aufhängen musst. Ich meine, ich würde meine Wäsche auch gern draußen aufhängen. Aber dann sehen die Nachbarn meine Schlüpper. Nee, jetzt gerade ist sie auch draußen. Du hast ein Shiny Taubsi. What the Shiny hat ein Shiny Taubsi. Und wahrscheinlich in Gen 3. Okay, wir müssen einfach weitergehen. Ja. Ich stand hier und bin nicht weitergegangen.
Wir haben eine kleine Mini-Terrasse vor der Wohnung. Da können wir die Wäsche aufhängen. Was sich einfach ein bisschen komisch anfühlt, wenn ich nicht da bin. Also weil es könnte jetzt einfach jemand in die Wohnung reinschleichen und alles klauen, während ich hier sitze und nichts mitkriege. Ich sage jetzt einfach mal, das passiert nicht. Ansonsten steht unsere Wäsche einfach hinterm Sofa und wartet darauf, trocken zu werden einfach. Riolu? Tschüss. Wobei Riolu ist noch gar nicht Stahl, oder? Riolu ist, glaube ich, nur Kampf. Wie viele Tage braucht das bei euch? Also, im Winter ist halt die Heizung an. Und hier in diesem Land hat man eine Heizung, ich weiß nicht, wie man die nennt. Ich wusste es immer mal. Wer ist denn die Heizung? Also ich habe hier eine Heizung in meinem Zimmer, da drücke ich einfach auf den Knopf und sie geht an. Das ist halt einfach eine elektrische Heizung und ballert einfach Hitze raus. Aber im Wohnzimmer ist eine große Heizung. Die ist quasi verbunden mit einem... Ist es Nachtspeicherheizung? So heißt es. Nachtspeicherheizung. Die ist... Nachts lädt sie sich auf, weil da der Strom am günstigsten ist. Ich will aber dieses Prinzip nicht verstehen, weil wenn das ganze Land nachts die Heizung auflädt mit Strom... Weil nachts ist der Strom am günstigsten. Warum ist dann der Strom nachts am günstigsten, wenn alle es machen? Ich verstehe das nicht. Auf jeden Fall. Nachtspeicherheizung. Das heißt, nachts wird da sind so Blöcke drin in der Heizung. Und die werden dann mit Strom erhitzt. Und dann tagsüber geben diese Blöcke die Hitze ab. Shit. Das heißt, im Endeffekt ist diese Heizung einfach die ganze Zeit am Hitze von sich geben, ganz bisschen die ganze Zeit, und nachts lädt sie sich quasi auf. Und im Winter ist sie halt immer an, und im Winter können wir die Wäsche einfach davor stellen. Und dann ist die, keine Ahnung, wenn ich die dann morgens davor stelle, ist die abends trocken. Nachtspeicher, ja, oder? Ich glaube, so heißt es. Jetzt im Sommer ist die Heizung natürlich aus. Wenn gutes Wetter ist und es, also wenn die Sonne scheint, dann tue ich die Heizung raus. Ich kann nicht reden. Nitroladung, wichtige. Wenn draußen Sonne ist, dann tue ich die Wäsche raus. Aber meistens ist halt draußen keine Sonne, sondern nässer als drin. Und dann steht die Wäsche halt hier drin, hinterm Sofa oder sowas. Und dann dauert es schon so 2 Tage, bis die richtig trocken ist. Ist halt nervig. Aber ich könnte es nicht anders machen. Sehr ineffizient. Tatsächlich ist eine Nachtspeicherheizung dafür da, um Strom zu sparen. Aber das Problem ist, wenn du die nicht immer anhast, und jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, jetzt auf einmal würde es, was manchmal hier der Fall ist, wie zum Beispiel gestern, nehmen wir an, es würde jetzt hier einfach sackenkalt werden auf einen Schlag, dann kann ich diese Heizung anmachen, aber sie wird erst am nächsten Tag mehr Wärme geben, weil die sich über die Nacht erst aufwärmen muss, aufladen muss. Aber deswegen hat die Heizung auch eine Stromfunktion, sodass du einfach anmachst und dann ballert die tatsächlich sofort Hitze raus, weil sie einfach mit Strom funktioniert. Und das ist dann wiederum sehr ineffizient natürlich. Sehr, sehr, also das ist dann sehr effizient, aber es ist halt sehr teuer, weil du einfach Strom verbrauchst ohne Ende. Aber es gibt hier viele Sachen, die gemacht sind, um Strom zu sparen, aber irgendwie in meinem Kopf nicht stromsparend sind. Ich glaube, viel hier läuft, also die Wohnung hier ist auch alt. Es gibt wahrscheinlich inzwischen um einiges bessere Methoden. Nature guesses. Sassy. Hast du einen sassy Taubsi?
Lucy, du bist ein, was weiß ich, wie das heißt, Gott, Flammiau wird zu Kugeljau. Knapp vorbei, boah, ich weiß nicht, was daneben ist. Mizunda. Igor, du bist ein Jalapeno. Jalapeno-Ding. Ist mein zweites Taubsi für den Gen 3. Shiny Living Dex. Du bist verrückt. Aber deinem Setup kriegst du das tatsächlich hin. Dave, du bist ein Nebulak. Ich weiß nicht, was neben Sassy ist. Was ist es, Taubsi? Fürs eine Heizung da, weil man einen Gaming-PC haben kann. Das ist halt wirklich so. Wenn ich hier streame, der Raum wird so warm. Einfach nur von dem Licht und vom PC. Und mein PC wird nicht sehr warm. Die Lüftung von meinem PC ist eigentlich immer aus. Ich meine, außer ich render ein Video, dann macht's. Da, wenn ihr zu jemandem sagen könnt, mach doch mal den Origin Dex Shiny, den Shiny Origin Dex. Das braucht ihr zu mir nicht sagen. Ich krieg das nicht hin in einer Lebenszeit. Aber what the Shiny? Der könnte das hinkriegen. Da ist Sondkern. Monitore, stimmt, Monitore. Noch eine spannende Geschichte, nachdem wir über Wäsche geredet haben. Ich habe ja meinen Fernseher, der nicht 4K ist. Ich habe immer noch einen Fernseher, der ist nur Full HD. Nicht mal HDR, gar nichts, ne? Ich bin richtig alt einfach. Der Fernseher ist auch richtig alt. Den habe ich mir gekauft, als ich damals relativ danach, als ich ausgezogen bin damals, also mit 21. Das ist 14 Jahre her. Oder mit 22. Über 10 Jahre, 13 Jahre, keine Ahnung. So lange ist das her, dass ich diesen Fernseher gekauft habe. Das ist ein guter Samsung-Fernseher, der damals, glaube ich, einen Taui gekostet hat. Full HD, 50 Zoll. Und ich brauche nie einen größeren. Wahrscheinlich werde ich irgendwann einen größeren haben. Aber ich gucke nie 4K. Ich habe nichts abonniert, was mir überhaupt 4K geben kann. Deswegen, ich brauche keinen anderen Fernseher. Aber nach 14 Jahren Benutzung ist seit Jahren schon das Standbein von dem Fernseher ziemlich in Belastung und schon leicht gebrochen. Weswegen der Fernseher nicht mehr erekt steht, sondern immer so ein bisschen nach vorne. Und du guckst ihn so von der Seite an und denkst dir, okay. Ich habe immer gesagt, okay, wenn der irgendwann mal umkippt, wenn irgendwann eines Nachts oder sowas dieser Standfuß von dem Samsung-Fernseher einfach abbricht, dann war es das und dann holen wir uns einen neuen Fernseher. Aber der Fernseher gehört inzwischen zur Familie nach 14 Jahren. Und jetzt habe ich auf Amazon einen neuen Standfuß gekauft für 20 Euro. Und der ist so bombenfest und bombenerekt. Dieser Fernseher ist wieder so gerade und steht so hart da. Nur leider ist mir danach erst eingefallen, dass ich den jetzt nicht mehr drehen kann. Ich kann meinen Fernseher nicht mehr drehen. Ich habe meinen Fernseher immer gedreht. Je nachdem, wo ich sitze. Aber dafür ist er hart und sicher und ein bisschen stolz drauf, dass ich einen Fernseher schon so lange habe, der einfach ausreicht. Der einfach gut ist. Das ist ein guter Fernseher. Aber wenn dann irgendwelche so, weiß nicht, hartes Sweater kommen und den Fernseher sehen und zu Hause haben sie ihren 9K-Fernseher stehen,
mit ihrem Powerhouse-PC und spielen da irgendwie GTA in 8K. Die denken sich halt, die spucken halt auf meinen Fernseher. Zum Glück habe ich nie Besuch. Wo muss ich lang? Was war jetzt hier nochmal? Ich muss doch jetzt irgendwie durch so eine... Ich glaube, ich kann jetzt schon zu der Elektro-Arena, ne? Die Mucke kommt jetzt. Kaufen 9. Wofür? Guck mal, ich spiele Spiele, die sind noch nicht mal 480p. Wobei, das hier ist, glaube ich, 480p. Ach, Timid. Ich kenne mich mit Wesen tatsächlich nicht so gut aus. Ich weiß auch gar nicht, was Timid jetzt auf Deutsch wäre. Timid wäre doch so... Scheu. Pokémon. Ja, sie ist Gift, ich weiß. Aber man denkt immer Elektro, weil sie eine E-Gitarre hat. Habe auch immer Samsung gekauft, aber die neuen Modelle sind bei mir schnell kaputt gegangen. Die alten waren super. Wie viel Fernseher hast du denn schon gehabt? Hast du N's Pokémon gefunden oder warum spielst du von vorne? Ich habe alle Pokémon von N gefunden, ja. Wir spielen von vorne, weil jetzt muss ich Weiß 2 spielen. Wir haben Schwarz 2 fertig. Jetzt muss ich Weiß 2 spielen bis zu Eneko. Was in Stratos City kommt. Und dann habe ich den Pokédex voll und kann zur Naturschutzzone. Oh, wir haben heute noch keine Lichtung gecheckt. Ich muss noch Lichtungen checken. Alle Shiny Pandir. Mhm. Ja, dann sitzen wir in Gen 5 noch eine Weile, wenn das klappt mit Dream World. Vor allem, wenn ich wirklich nur ein Pokémon pro Tag finden kann. Aber das muss ich umgehen lassen mit Datum verstellen oder so. Timid the Tatman. Kannst du dich selber timeouten? Ich habe meinen auch schon seit über 10 Jahren und der funktioniert noch, aber wird irgendwie nie benutzt. Fernseherzeit ist bei mir irgendwie seit 10 Jahren vorbei. Ich meine, wir schauen auch kein Fernsehen. Wir haben gar keinen Fernsehanschluss. Aber da ist halt Netflix, YouTube, was auch immer läuft da halt. Fabian. Fabi Panda Player. Ich erwarte eine Antwort von dir. Ich erwarte eine richtige Antwort von dir. Hallo Agiraya. Ich kann immer noch keine Intro-Ladung benutzen. Dressella? Weißt du, wie dick Dressella ist? Hisui-Form? Ja, hier regionale Formen sind nicht in dem Spiel dabei. Das sind nur Standardform. Was halt eine Form ist. Wenn Pokémon Form, dann immer die Standardform. Bei Inkognito ist es auch nur A. Kann ich Nitro-Ladung? Bleibt blockiert, bleibt Aussetzer für immer. Ich glaube 5 Runden, oder? Mohn? Minecraft-Blume? ich finde Knofensa ist, glaube ich, ein guter Guess. Ich hätte jetzt... Was wollte ich sagen? Ah, was ist denn noch so... Ich weiß es nicht mehr, was ich sagen wollte. Mogelbaum? Mogelbaum wäre, glaube ich, noch einiges. Mogelbaum hätte mehr, glaube ich. Stimmt, ich wollte Roselia sagen. Weil bei Roselia geht einer hoch und einer runter. Eine Rose. Aber bei Knofensa geht es, glaube ich, auch einmal hoch und einmal runter. Okay. Knofensa. Sneeble, kein Plan. Okay.
Das hatte ich sogar gedacht. Das hatte ich gedacht. Da dachte ich mir, nee, Matrifol ist viel, viel größer. Buh. Ich verreck grad. Nochmal. Leute, wenn ihr das nicht erratet, dann habt ihr mir die letzten Wochen nicht zugeguckt. Was okay ist, aber shame on you, wenn ihr das nicht seht, was das ist. Mein Starter. Falsch, es ist nicht Fleckneul. Oh, gerade entwickelt sich mein Starter übrigens. Es ist Flambirex. Das ist auch Flambirex. Oh, wir haben es immer falsch ausgesprochen. Flambirex. Schlingi. Manafi, ja. Die anderen Streams. Ferkokel. Nochmal. Oh, ich seh's, was es ist. Seht ihr es auch? Das ist Morbol aus Final Fantasy. Armstoß? Ich brauche Armstoß. Das ist Morbol aus Final Fantasy. Remoraid? Nein. Seht ihr es nicht? Seht ihr nicht den König vor euch? Kingler? Kingler ist andersrum. Leta King? Nein, den anderen King. Mann, ich sehe nix. Schling King ist im Weg. Shit. Das ist auch Klebi. Okay, aber Schling King sah so ähnlich aus. Aber wir kriegen gar keine Shinies heute. An den hast du gedacht. Aber hast Leta King geschrieben? Das erste war jetzt genauso wie im Anime mit der Kreissilhouette, wo alle dachten Volteball und in Wirklichkeit ist es Pummeluff von oben. Ich wollte immer so kleine Fallen einbauen, sowas halt. Wir hatten eine Zeit lang, hatten wir Chin-Pokémon mit dabei. Erinnert ihr euch noch daran? Es gibt irgendwie so 15 Chin-Pokémon, also quasi die Fake aus South Park. So Schuh und so. Aber das Problem war da, die kennt halt keiner. Das Einzige, was man da kennt, ist irgendwie Schuh eben, wenn man es überhaupt kennt. Und waren die Leute mal traurig, wenn es auf einmal so ein irgendwas ist. So, hä, was ist das? Ja, habt ihr nie South Park geguckt? Nein. Shame. Ich hab Schuh. Schuh. Ich weiß gar nicht, wie die anderen hießen. Die hatten alle richtig dumme Namen. Wie diese Maus hieß einfach Rattenkönig oder so. Kleber hat ein wunderschönes Shiny. Ja. Aber vielleicht ist das hier Shiny. Easy. Easy. Leafeon, Volipurba, genau. Aber ich sage, es ist Shiny Volipurba. This is a Volipurba. Volipurba. Toxipet. Felinara, Daniela. Daniela. Nein. Tut mir leid. Setzen 6. Ich will Walzer lernen. Und dann ein Igla-Walzer-Kombo. Ich werde unbesiegbar. Ich weiß nicht, ich glaube, also ich spiele jetzt nur Weiß 2 hier on Stream, weil ich zu Eneko will. Den Rest mache ich dann, glaube ich, off-stream. Ich brauche nicht nochmal für euch jetzt nochmal das Spiel durchspielen. Ich glaube, ich gebe mir dann auch die Pokémon aus Schwarz 2, um schneller durchzukommen. Vor allem hier kriegt man super schnell die Arena-Orden. Da ist man sauschnell auf irgendwie Level 50 oder sowas. Gehorchen-Ding. Warum mache ich das hier nochmal eigentlich? Warum spiele ich nochmal Weiß 2? Der einzige Grund ist doch,
Kaumalat. Ich weiß gar nicht, welches von beiden. Der Dratini und Kaumalat. Aber welches von beiden eigentlich? Gibt's noch was anderes? Das mit Eneko habe ich nicht vergessen in den letzten 5 Sekunden. Hallo? Leo Eneko, du hast es doch selber... Nein, ich meine allgemein, warum spiele ich Weiß 2? Es gab doch noch einen anderen Grund. War der Grund echt nur das geschenkte Shiny? Kann nicht sein. Waschaquell! Dankeschön, Igor, Waschaquell. Waschaquell. Waschaquell und Apoqualyp gibt es nur in Weiß 2 die versteckte Fähigkeit. Wie konnte ich das vergessen? Weil es cool ist. Also Schwarz 2 war definitiv cool. Ich wollte zuerst Glaciola schreiben, aber dann ist mir eingefallen, das war ja Eis. Welche Pokémon von N hast du denn bisher gefunden? Everyone. Jedes. Warum steht es noch in deinem Titel, du Clickbaiter? Ja. Willkommen. Was fandest du jetzt unterhaltsamer, 1 oder 2? Ich meine, die Story ist mir egal. Die Story fand ich hier trotzdem besser, aber die Story hier ist nur besser, weil du halt die Story von Teil 1 hast. Und dann wird dir hier erklärt, warum N so gehandelt hat, wer Jesus ist und sowas. Deswegen, storytechnisch ist das hier auch cooler, aber Story ist mir ja ziemlich egal. Aber allein gameplay-technisch haben sie Sachen geändert, wie dass du Topschutz hintereinander einsetzen kannst und sowas. Das kam zum ersten Mal hier vor. Oh mein Gott, was für eine Evolution. Und allgemein, dass wenn du das Spiel hier durch hast und auch wie du und die neuen Orte und sowas sind cool. Sie ist voll cool, was für eine coole Arena auch sie ist. Warte, Shiny, was suchst du denn eigentlich, wenn Taubsi nicht das Ziel war? Aber dann, wenn du das Spiel durch hast, ist die Welt so riesig. Du kannst so viele Sachen machen. Also Gen 5 zu perfekt 100%, boah. Was die da alles drin haben. Medaillen, die verschiedenen Orte. Ich meine, ich war in diesem... In dieses eine verspukte Haus da, das Kurioshaus oder wie das hieß. Nee, das heißt anders. Bizarro Haus. Es gibt das Bizarro Haus und da sind Geister und da verschieben sich die Möbel und sowas. Und dann am Ende kriegst du einfach nur eine Feder und mit der Feder kannst du Cresselia auf der Brücke holen und sowas. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Weiß nicht, ob ich es machen werde überhaupt. Aber es ist halt so wie in Gen 3, wenn du das Spiel durchgespielt hast. Super viele krasse Sachen, die du machen kannst. Nur hier ist es noch so viel mehr. Die Welt ist so viel größer. Imagine Gen 500%. Ja, da muss man ja verrückt sein. Die Person, die das macht, muss ja verrückt sein. Ich habe gerade nur zugehört und mich vorhin gewundert bei Morbul aus Final Fantasy, ob du Tangolos meintest. Aber ja, Schlinking ist ja wirklich wie ein Morbul. Nee, aber die... Ja, Schlinking ist wie Morbul, aber ich meinte tatsächlich Schlinking, weil die Silhouette so aus wie Schlinking. Ich glaube, sie war auch Civil. In Route 8 Grad, da gibt es Fukano, Vulpix, Rettern, Sandern, Mauzi und Taubsi. Mauzi habe ich schon zweimal. Vom Rest brauche ich noch was. Ah, okay. Also fast alles. Also Carpediem verrückt? Ja, selbstverständlich. Bin sehr gespannt, wenn er Gen 5 macht. Jetzt gerade bringt er ja Gen 4 die Teile raus. Habt ihr schon brav geguckt? Carpe Diem, Gen 3. Gen 3, nicht 4. Was? Du hast nicht Gen 3 gesehen, weil das jetzige ist Smaragd. Ah. Im Mai kommt das nächste, sagt er. Ja. Pokémon hat einfach so viele verrückte Spieler hervorgebracht. Jeder Spiel-Franchise hat verrückte Spieler.
Ich meine, ihr schaut die Souls Games an. Da liegen die krassen Skills, was die Leute da schaffen in Dark Souls Games, in Souls Games, From Software. Es kommen bald die Videos zu MPS Smaragd. Das erste ist schon da. Was ist passiert? Oso, da gibt's noch Verrückte. Oso ist auch krass, ja. Oder Guitar Hero. Da muss ich auch immer denken an South Park. Klick, 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 klick. Oh, I love this song. Klick, 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 klick. Chase the Dragon. Ist so gut. Pokerface von Cartman. War das in der Guitar Hero Folge? Pa-pa-pa-Pokerface. Oh, übrigens, ich habe gerade, ich habe es hier schon mal gesagt, das ist ein bisschen verstörend, das tut mir leid, aber habt ihr euch jemals die Lyrics von Pokerface angeschaut? Ich würde behaupten, 99,9% der Menschheit singt die Lyrics von Pokerface falsch. Es tut mir leid. Wahrscheinlich hat South Park sie auch falsch gesagt. Aber sie sagt nicht Pokerface, Papa, Pokerface. Ja! Papa, Pokerface, Papa, fuck your face. Fuck her face. Es ist so krass einfach, dass das niemandem jemals aufgefallen ist. Bis sie Jahre später es gesagt hat. Ihr wisst schon, dass das nicht Pokerface heißt. No ban, please. Nein, nein, nein. Ich meine, du hast dich ja verschrieben. Das ist nur, was er für 100% braucht, nicht die Dokumentation. Ja, trotzdem. By the way, gibt's in Go Dianzi for free? Echt? Ist es nicht nur im Ticket? For free? Einfach einloggen bloß sogar? Ich meine, ich will's nicht. Aber ich nehm's. Muss ich mich neu einloggen? Wie einfach einloggen? Das kann ich, irgendwie muss es, erscheint es dann einfach. Aber nur, wenn du nicht schon eins hast. Ich glaube, ich habe in Go noch nie einen Dianzi gefangen. Ich meine, es gab eins mit dieser, was gekostet hat. Und dann? Oder meinst du diese Quest, die heute gegeben wurde? Edles Schimmern. Ist das die Quest? Also eine Quest. Okay, okay. Ja, die habe ich abgeholt. Wusste ich nicht, dass am Ende Dianzi erscheint. Cool. Genau, letztes Jahr beim GoFest gab es, wenn du das Ticket gekauft hast, gab es am Ende Dianzi mit so einer schönen Animation, so wie auch mit Shaman und sowas. Das wusste ich nicht, dass das... Ich dachte mir schon, was ist das für eine Quest und warum ist sie so einfach? Fange 20 Pokémon. Oh, jetzt kommt diese Stelle hier. Seite 5 ist Dianzi-Encounter. Ich wette, in der Quest muss man noch irgendwas mit Rokara machen, oder? Fange Rokara, aber es gibt kein Rokara zurzeit. Vielleicht kriegt man Rokara-Bonbons? Nein? Okay. Nee. Nimm halt nicht meinen Vorschlag an. Du kannst eins fangen, aber du musst damit nichts machen. Also halt doch was mit Rokara. Oh, schau, schau. Du hast ein Dianzi, das nicht aus Go ist? Du bist so cool. Moment, ach nee, ich muss diese dumme, oh Gott, Regisseur und dann, das ist ja diese Regisseursache hier. Ja, das ist okay, das dauert jetzt ein bisschen. Es ist ein Rokara-Encounter, mehr nicht. Ja eben, ja, passt doch. Ich meine ja nur, irgendwas mit Rokara bringen sie bestimmt mit Dianzi.
Ich meine, zum Glück verteilen sie die Sachen auch gratis. Ich finde es immer besser, wenn man, keine Ahnung, du zahlst Geld, um etwas früher zu bekommen. Ich meine, haben sie Shaymin nicht sogar, Shaymin habe ich sogar noch gekauft, da habe ich noch Geld ausgegeben für Pokémon Go. Machado 17 Euro. Ja, und nächstes Jahr gibt es Machado einfach so. Die Quests bei Events laufen aus. Achso, ja, die rechts bleiben, die links laufen aus. Da steht immer ein Datum drüber. Guck, wie die ganzen Leute gespannt auf den Bildschirm gucken. Und gleich gehen sie alle weg. Weil der Film so schlecht ist. Das ist schon krass, wie hier einfach so Träume zerstört werden. So storytechnisch. So der eine hier oder der Kapitän, der uns nach Stratos City bringt. Schau, alle schlafen. Ich will größter Filmregisseur werden. Ich werde meinen Traum erfüllen. Nope. Okay, dann werde ich doch wieder Captain. Wie konnte ich nur einen Traum haben? Normalerweise wird es doch in Pokémon unterstützt, dass man Träume hat. Hier nicht. Ihr nicht. Also Leute, vergesst nicht, Pokémon hat es uns beigebracht. Wenn ihr einen Traum habt, kommt wieder zurück zur Realität. Träume sind da, um zerstört zu werden. Es ist Sandro. Sandro. Hier werden sie dir genommen und mit Füßen getreten. Fragezeichen. Ja, wenn ihr einschläft, ist klar, dass ihr die Story nicht checkt. Was für ein Publikum. Mein langersehntes Filmdebüt. Weißt du, aber gibt auch sofort auf. Jetzt sag mir mal einen, der beim Filmdebüt schon direkt einen Oscar... Okay, es gibt einige, die gute Filme gemacht haben. First Try. Aber nicht S. Sandro. Ist S. Sandro irgendein Witz, den ich nicht checke eigentlich? SS Andro? MS Anne? Nee. GF soll endlich mal mit den Shiny Gen 9 Legis um die Ecke kommen. Warum? Du weißt das, wenn sie damit um die Ecke kommen, dann werden sie uns einfach geschenkt. Somit komplett irrelevant, wann sie uns geschenkt werden. Sie werden uns einfach nur geschenkt. Ob sie jetzt existieren... Und du sie hast, oder ob sie nicht existieren und du sie nicht hast, ist doch beides das Gleiche. Also, oder? Irgendwie. Super Sandro. Ojemini. Hä? Naja, warum willst du etwas haben, das es nicht existiert? Und wenn es existiert, wird es dir einfach gegeben. Warum willst du das jetzt, wenn es doch egal ist? Du weißt schon. Wie war das? Muss ich das machen? Ja, ich muss es machen. Weil ich sie nicht fangen kann, dann können sie sie mir auch schenken. Warte, ich muss mit dem da reden. Apropos Super, die Leute vermuten ja, dass die Switch Super Switch heißen wird. Switch 2. Ich weiß nicht, ob ich den Namen so cool fände. Super Switch. Super Nintendo Switch. Super Nintendo Switch. Die SNS. Super Nintendo Switch. Ich meine, bei der... Man sagt halt einen NES. SNES. Nintendo Entertainment System. Super Nintendo. Unter dem ist es denn, ne? Deswegen Switch, Super Nintendo Switch. Aber keiner wird sagen, keiner, oder es gibt ja noch eine Sache. Super Switch übersiegt, weil sie fliegt. Moment, was muss ich machen? Fuck, warte, ich muss aufpassen. Drehbuch. Besiege deinen Gegner bei jeder Szene. Ja. Okay, ich muss einfach das Richtige machen. Als Konsumopfer ist es egal, wird gekauft, wenn es wie bei der Switch läuft, viermal.
Auf jeden Fall gab es auf YouTube so Umfragen. Manchmal, wenn man so zwischen den Videos gibt es ja so Umfragen, was quasi Werbung ist oder halt Leute benutzen, um große Umfragen zu machen. Unternehmen. Und da war, welche Konsole spielst du am liebsten? PlayStation 5, Xbox, irgendwas. Und dann stand da Switch. Was war der Begriff? Attach. Switch Attach. Und jetzt sagen natürlich alle, oh mein Gott. Leak. Sie wird Switch Attach heißen. Habe ich Szene 1 verkackt? Nein, kann ich doch gar nicht. Was super Quatsch ist. Keiner braucht glauben, dass sie tatsächlich Switch Attach heißen wird, weil man darf nicht vergessen, dass diese Namen globalisiert sein müssen. Keiner in Deutschland wird dieses Ding Switch Attach nennen. Also du kannst keinen Namen rausbringen, den nicht die ganze Welt versteht. Und Switch ist ein Begriff, den die ganze Welt versteht. Oder dann halt eine Abkürzung oder was auch immer. Die ganze Welt versteht es, die ganze Welt kann es sagen. Aber Switch Attach? Vergiss es. Klingt sowas von dumm. Und selbst wenn es das ist, also selbst wenn es nicht dumm klingen würde, können sie es nicht machen, weil die Hälfte der Welt würde diesen Namen nicht verstehen, nicht aussprechen können und sowas nicht alles. Warte, nein, ich... Oh mein Gott, ich mache ja alles gerade falsch. Yes. Film. Und... Mein Problem bei der Super Nintendo Switch wäre, dass wenn du sagst, hey, hast du dir schon die neue Super Nintendo Switch geholt? Das will keiner sagen. Damals war es halt NES und SNES oder SNES oder NES. Aber das kannst du bei der Switch nicht machen. Sollen wir sagen SNS? Hast du schon die neue SNS? Nein, jeder würde dann ausweichen und sagen, ich meine Switch 2. Und das weiß Nintendo. Nintendo ist nicht so dumm und nimmt einen Namen, den die Hälfte der Leute nicht aussprechen wollen. Es war immer super einfach. NES, SNES, Wii, Wii U, GameCube, N64, Switch. Deswegen, keine Ahnung, was es wird. Aber sowas wie Switch 2 ist immer noch besser als all diese zwei Sachen da gerade. Oder New Switch. Habe ich jetzt alles richtig gemacht? Schau dir in der Zwischenzeit... Achso, ich muss jetzt das Debüt anschauen. Moment. Gott, ich habe nicht mitgelesen. Gibt auch Leute, die Switch sagen. Schwitz? Niemand sagt Schwitz. Wo gucke ich das an? Hier, glaube ich. Super Switch OPLED. OPLED. Hä, normalerweise... Was hier? Ich check's nicht. Ach, Leo. Habe ich den Film schlecht gedreht? Der sagt, ich soll meinen Film anschauen. Ich soll mir in der Zwischenzeit mein Debüt anschauen. Ja, will ich doch. Wo? Hey, I sold my mom. Hi. Hier? Ich will mir mein Debüt anschauen. Ich will meinen Film anschauen. Lass mich meinen Film anschauen. Warum kann ich meinen Film nicht anschauen? Das war doch kein Problem letztes Mal. Das ist der Drehplatz. Ich weiß. Moment, laufen die Filme ganz woanders? Hä, bin ich letztes Mal echt woanders hingegangen dann? Oh, nee.
Ernsthaft? Ich meine, es macht Sinn, dass man den Film nicht im Kino dreht. Okay. It is I, the director. Denkst du, hinter jedem Kino wird gedreht? Damals bestimmt. Schmuddelfilme. Papa, Pokerface. Eishockey-Mama, vielen Dank für 2 Monate Prime. Heißt der immer, warum heißt der Super Sandro eigentlich? Der muss Super Leo heißen. Allein das hier kann man stundenlang machen. Super Schurke Sandro. Nach dem Dreh kann er dich ins Kino teleportieren. Ach, vielleicht habe ich B gespammt und deswegen ging's nicht. Danach sollte ich mit dem Schiff fahren können. Und dann, ich weiß nicht, wie lange ich spielen musste, um in die Kanalisation zu kommen. Bye, Shiny. Was, du hast Werbung? Warum hast du Werbung? Du solltest keine Werbung haben. Ich habe keine Werbung. Unverschämt. Bye, what the shiny. Und dann der Eissieb. Wow, was für ein Kampf. So spannend. Werden die Kämpfe noch irgendwann so richtig krass spannend, wo man irgendwie so auf 1 KP und dann extra Item, keine Ahnung. Man muss doch hier voll viel machen können. Super Switch wird es nicht wegen der Abkürzung der Buchstaben und genauso wird Peter in Gen 10 ein Problem wegen einer gewissen Tierschutzorganisation. Warte. Und am Stream gibt es dann noch manchmal Werbung, aber ja, an sich gibt es keine. Ich habe nie mehr als das Tutorial gemacht, ja. Ein Meisterwerk. Danke, Snox. Ich habe mich sehr angestrengt. Ja klar, aber so richtige Werbung, die den Stream unterbricht, sollte es hier eigentlich nur geben, wenn man den Stream das erste Mal betritt. Aber es ist frech, manchmal macht Twitch, was es will. Nach Terra kommt Peter, achso, deswegen. Darf ich jetzt Capitano? Ich glaube, ich darf zu Capitano. Selbst da hattest du nie Werbung. Adblocker. Shame. Tada. Ich benutze sowas nicht. Dann ist seltsam, dass du noch nie Werbung gesehen hast. Aber ja, ich sehe auch, ich habe keinen Adblocker und ich habe auch kein Turbo mehr. Ich sehe auch kaum Werbung auf Twitch. Kann sein einfach, dass Twitch Deutschland echt es nicht hinkriegt, Werbepartner zu bekommen. Was ein großes Problem ist für die. Der Name des Films Riolu Boy ändert sich ja nachdem, welchen Pokémon du den Film drehst. Ja, aber der Charakter hieß es Sandro. Liegt eventuell an der Asozialität mancher Streamer?
Ja, aber es liegt noch mehr daran, dass Twitch es nicht hinkriegt, Content zu unterscheiden. Aber das ist das, was sie probieren und immer besser hinkriegen, Content tatsächlich live zu identifizieren, was es für Content ist. Weswegen ja auch die Regel existiert, dass du, wenn du leicht bekleidet bist, in die Pool-Kategorie gehst, wo keine Werbung laufen kann, so ungefähr. Ist quasi dann verstoßen von jedem, von jeder Werbung. Aber ja, es ist schwierig für Twitch, das zu verkaufen. Wie willst du schon jemandem, der Werbung machen will, verkaufen? Hey, ja, du kannst bei uns Werbung machen, aber wir können dir nicht wirklich garantieren, dass der Streamer, wo die Werbung läuft, tatsächlich positiv ist. Vielleicht fängt er auf einmal an, über Politik zu ranten und hört nicht auf. Das kann passieren. Aber trotzdem, gib uns all deine Millionen, um Werbung hier zu schalten. Ich weiß wieder nicht, wo ich hin soll. Ich glaube, ich muss einfach zurück. Oder war hier schon eine Kanalisation? Nee, die war in der großen Stadt. Das kann nicht sein, dass ich zurück muss. Weil der Typ Arena-Leiter heißt ja Sandro. I do not care. Ich weiß, ich stelle hier immer so Fragen, aber manchmal will ich die gar nicht beantwortet haben. Das macht für mich trotzdem, ich habe ja nur gesagt, es macht für mich keinen Sinn, dass wenn ich den Film mache, dass der Charakter immer noch S. Sandro heißt, weil der Typ hieß S. Sandro, weil der Kapitän den Film gemacht hat. Aber ich mache den, der ist raus. Kapitän ist raus. Also ich hätte das Drehbuch anpassen müssen. Du warst richtig, darum kam die Musik. Was denn für Musik? Das ist nicht die normale Musik von diesem Bereich hier. Oha. Matisse. Aber das habe ich schon gemacht, oder? Aber das ist ja auch nicht. Die habe ich schon geholfen, oder? Ist der in Ernst, dass ich so weit zurück muss? Nein. Jaha, chill, ich bin doch schon richtig auf dem Weg. Ihr müsst mir nicht Schritt für Schritt sagen, was ich machen muss. Ach da. Bin auch falsch rumgegangen. Wie ist die Internetinfrastruktur in Irland im Verhältnis zu Deutschland? Weiß ich nicht. So wie in Deutschland, du kannst gutes Internet haben oder schlechtes Internet. Ich finde, ich könnte dir jetzt sagen, dass es hier besser ist. Ich finde, diese Information hilft dir nicht, weil du kannst hier ankommen und kannst ein scheiß Erlebnis haben. Ich hatte in Deutschland zum Beispiel nie Probleme mit meinem Internet. Außer eine Instanz, über die ich mich hier schon oft genug aufgeregt habe. Aber ansonsten hatte ich immer Internet und habe nur 15 Euro gezahlt und konnte mich nie beschweren. Hier zahle ich 60 Euro und kann mich auch im Schnitt nie beschweren. Und ich weiß nicht. Ich glaube, das war's.
Du hast das schon einmal durchgespielt. Ja und? Glaub mir, wenn ich jetzt Gen 4 spielen würde, was ich auch 4-mal durchgespielt habe, am Stück hintereinander, ich hätte die ganze Zeit keine Ahnung, wo ich hin muss. Weil ich mir sowas nicht merke, weil mir das egal ist an dem Spiel. Ich renne durch, ich passe nicht auf. Es müssen bestimmte markante Sachen passieren, dass ich mir das merke. Aber die Story ist nie markant genug für mich, dass ich mir das merke. Ich meine, gerade ist es alles wieder passiert und ich habe mich daran erinnert. Aber ich merke mir das doch nicht. Warum auch? So. Die Preise sind doch absolut wahnsinnig. Ja, wenn du in Dublin leben willst, musst du sehr, sehr viel Geld zahlen die ganze Zeit, weil alles sehr, sehr teuer ist. Kann ich jetzt endlich mit dir fahren? Wie Mathis aber mit ihm redet. Voll der kleine Asso. Du zahlst einen Fuffi? Ich meine, solange es stabil ist und du viel dafür kriegst. Hier gab es keine Alternative, also es geht auch gar nicht günstiger als 50 Euro. Ich habe 400 down und 25 hoch. Und mehr als 25 hoch gab es gar nicht, nirgends. Beziehungsweise nirgendwo steht, wie viel hoch überhaupt ist. Weil es niemanden irgendwie interessiert hier. Was ja den meisten, den normalen Verbraucher interessiert ja auch nicht, was Upload ist. Die Leute wollen ja nur runterladen die ganze Zeit. Und mich interessiert halt Upload natürlich. Aber vor 4 Jahren, als wir hergezogen sind, habe ich halt ewig geguckt und verglichen und sowas. Und es war alles gleich teuer, gleich kacke, gleich viel. Beziehungsweise ich wollte nicht mal 400 down, aber da fing es an überall. Es gab nicht mal, mir hätte 100 down gereicht und 25 hoch. Das hatte ich in Deutschland und es hat mir vollkommen gereicht. Und hier gab es nur, hier hat alles angefangen bei 400 down. Ich würde gerne nur die Hälfte zahlen für nur 200 down, aber mal schauen, kann ich schon in die Kanalisation, ohne dass die Story dazu kommt? Ich glaube, da steht jemand davor. Hallo Max. Oh, da steht niemand. Ah doch, hier steht jemand. Versuch dein Glück in der Kanalisation? Ja, dann lass mich doch durch. Okay, dann gehen wir jetzt, glaube ich, zur Arena. Die ein Klacks für mich wird. Aber ich glaube, bevor die Arena überhaupt geht, muss ich mit dem Typen in die Kanalisation. Hallo Champ. Spoiler. Schau, ich erinnere mich. Sie ist der Champ. Was ihr echt geheim gehalten habt, bis ich dort war. Keiner hat gesagt, selbst wenn Leute gesagt hätten, das und das ist der Champ, ich hätte nicht gewusst, wer das ist. Außer ihr hättet in dem Moment gesagt, die lila farbene Haarige ist Champ. Habe ich aufgepasst? Wahrscheinlich wollen sie, dass ich genau jetzt da hingehe. Wir sind ja auch lieb. Ja. Habe ich überhaupt Pokébälle? Yep.
Eneko! Das letzte Mon. Das ist echt eine Geburt. Also Gen 4 Pokédex vollmachen ist sehr einfach im Vergleich hierzu. Eieiei. Schutz hätte ich noch mitnehmen sollen. Oh shit, komme ich da überhaupt hin? Weil, als ich das gestern gemacht habe, war hier alles voller Wasser. Eigentlich ist sollte... Ah nee, es ist Winter, ne? Im Sommer ist hier alles voller Wasser. Vielleicht muss ich auf Sommer stellen. Aber vielleicht komme ich auch hoch. Habe ich schon Schutz gekauft? Ich glaube, ich war nicht so klug. Ungefähr hier muss ich lang. Das ganz nach links. Links unten ist dann eine Treppe. Nein! Ich habe hier etwas verloren. Warte bitte, bis ich es gefunden habe. Okay. Hoffentlich muss ich nicht mehr machen, als die jetzt hier verscheuchen. Woher ist dieses Golbat? Wie gut ist das? Shiny Cure Weapons. GG. GG. Bald hat er alle Legis einfach. Nummer 70. Kyurem, würde ich sagen, ist das Schönste von den dreien in Shiny. Und die anderen sieht man kaum. Das 70. war's. Okay. Kann ich jetzt da hoch? Sag nicht, ich muss jetzt ewig durchspielen, um zu Eneko hochzugehen. Hier kriege ich Stärke. Leider nicht legit möglich. Ja, ja, stimmt. Ja, nee, geht ja gar nicht. Aber krass, dass sie dann trotzdem eine schöne Animation eingebaut haben. Okay, bitte, geh jetzt da weg. Sei weg da oben. Lass mich einfach durch. Ich glaube, die Pokémon, die ich da gestern gefunden habe, waren so Level 17. Ja, es kann nicht sein, dass ich jetzt noch länger warten muss, bis ich zu dem Platz kann. Aber davor wusste ich gar nicht, dass der Platz existiert. Das ist die einzige Stelle, wo Eneko bzw. Haspiohr vorkommen. Okay, ich kann hoch. Und hier
gibt es Evolis, Enekos und Haspiors. 15%, glaube ich. Wrong. Tada! All den Stress nur wegen dir. Wobei, ich muss ja eh durchspielen. Wobei, wie weit muss ich spielen für Vajraquil? Nur bis Route 5. Route 4. Überlebst du eine Nitro-Ladung? Aber ich schmeiß einfach drauf. Und sogar männlich? Das ist egal. Aber stimmt. 12,5% männlich. First try auch noch. Krass. Okay. Okay. Jetzt direkt rüber. Direkt rüber auf das Schwarz 2. Ich gehe hier noch kurz raus. Kann ich hier fliegen? Nein, ich kann nicht fliegen. Kommt es mir so vor, da ging die Zeit echt schnell vorbei für das, dass wir gar nicht so viel gemacht haben. Ja. Vielleicht, weil ich auch die ganze Zeit in die falschen Richtungen renne. Aber das ist doch immer so. Wann ist Vajraquil? Vajraquil ist montags und donnerstags ist Apokalyp. Aber bis zur Bucht von Ondula schaffe ich es niemals bis morgen. Wer steht denn hier im Weg? Hallo Mila. Unspoliert. Wir haben Ends Pokémon alle gefangen. Das ging leichter als ich dachte. Jetzt mache ich gerade den Pokédex voll und wir haben gerade das letzte gefangen. Dass ich jetzt auf Schwarz 2 übertrage. Und dann habe ich alle Pokémon im Pokédex gesehen und kann zum ersten Mal in die Naturschutzzone, um ein Shiny Maxax zu fangen und noch andere coole Sachen. Aber wir gehen direkt rüber. Machen Infrarot. Was ich immer noch faszinierend finde, dass das geht. Infrarot.
Oh mein Gott, das Texttempo ist noch gar nicht mal auf schnell in weiß. Deswegen hat es so lange gedauert. Das Texttempo war auf 2. Schau, und geht es echt nur, wenn ich die Klappe unten aufmache? Muss echt die Klappe aufmachen. Aber ist logisch. Eine Pokéfusion. Gleich. Shit. Aus Versehen auf zurückgedrückt. Texttempo auf 1, damit ich es lese. Würde ich es extra nicht lesen. Ich finde den vollen Namen von N echt nett. Was ist der volle Name von N? Naturschutzzone. Gropius. N von Gropius. Maxax und Lichtungen noch durchgehen, ja. Natural Harmonia Gropius. Oh Gott. Oh Gott, jetzt mag ich ihn wieder weniger. Ich habe ihn gerade gemocht. Julian. Julian, danke schön. Dankeschön für 8 Monate. Als würd's dich jucken. Aber es klingt fast so dumm wie der Name von Yoshi. Kennt ihr den Namen von Yoshi? Der hat einen vollen Namen. Und das ist es, Leute. Das ist der volle Pokédex hier. Joscha? Nein. Warum braucht Yoshi einen vollen Namen? Weil Yoshi ein Spitzname ist. NT. Mhm. Julian, dankeschön für 8 Monate. Voller Pokédex, außer ich habe mich vertan, aber ich glaube nicht. Hallo, wie ist es dir in letzter Zeit so ergangen? Sieh an, sieh an. Du hast also 298 Pokémon in deiner Nahregion entdeckt. Das ist eins mehr, als du brauchst, Lady. Wahnsinn, einfach unglaublich. Du bist tatsächlich allen Pokémon der Einal-Region begegnet. Ich gratuliere dir. Dann werde ich ab jetzt wohl immer festhalten, wie viele der Einal-Pokémon du auch tatsächlich eingefangen hast. Da ist es. Du erhältst Genehmigung. Genehmigung. Wenn man eine Genehmigung hat, kann man von Panaero City aus mit dem Flugzeug ins Naturschutzgebiet fliegen. Um zu erfahren, wie es dort ist, musst du schon selbst mal hin. Let's go! Passierschein A38, genau. Yoshis vollen Namen müsst ihr googeln. Ich kann mir den nämlich nicht merken. Irgendwas mit Rex. Die Sturzschutzzone ist, glaube ich, die hier oben, oder? Nee, was ist eigentlich Ferula? Die Stadt bietet ein Wagenlager für defekte oder nicht gebrauchte Züge. Ferula, what? Okay, Panaero City war doch hier, da? Ja. Te Yoshisau Muncha Koopas, genau. Te Yoshisau Muncha Koopas, natürlich. Yoshi! Von hier drin.
Nur wir werden jetzt geflogen. Wir kriegen eine extra... die extra Flugwurst. Umweltsünder. Hast du irgendwo ein Zugticket gesehen? Hast du irgendwo einen Zug gesehen überhaupt? Das ist wahrscheinlich eine Insel. Und das hier ist jetzt, wenn man sich das anguckt, genau die Insel. Die haben die Insel hier genau entworfen nach diesem Plateau in Karmesin und Purpur. Alles gucken sie ab von Gen 9. Hallo Selet. Aber dass sie dann keinen Maxaks da... Es gibt noch nicht mal normale Maxaks auf dieser Insel dann. Oder auf diesem Plateau. Ist voll komisch. Aber es gibt Altaria hier. Naturschutzgebiete und fahren die dich solo, genau. Wie komme ich jetzt da hin? Oh, wow. Speichern. Wie es sogar schon da steht. Was für ein Level hat es? Moment, Hilfe. So Level 80. Gibt es hier auch eine versteckte Lichtung? Nee. Kann ich das nachschauen? Das ist aber bestimmt kein besonderes. Das ist einfach, die Fangrate ist wahrscheinlich... Schauen wir mal. H. Hex. H. Haxos, genau. 11%. 11%? Krass. Gelber Bereich 21%. Paralysiert 29%. Schlafend 43%. Okay, das wird, glaube ich, nicht so schwer. Fang mich, du bist es. Okay. Wow. Reset es, bis es non-shiny wird. Der April-Scherz ist schon vorbei, der erste. Das wäre ein guter 1. April gewesen, ja. Es ist zum ersten Mal, dass ich den Gen 5 Schiller sehe. Voll cool. Was für ein Level hat's? 60. Okay, das könnte sogar noch gehen. Was ist wichtiger, Superzahn oder Donnerwelle? Donnerwelle ist wichtiger. Wenn ich überhaupt überlebe. Schwerttanz, sehr gut. Superzahn. Nice. Und schon sind wir bei 30%, dass es im Ball bleibt. Oh mein Gott, first try shiny. Pokéball. Moment, will ich es überhaupt im Pokéball? Moment mal. Luxusball. Nein. Okay. Ich habe viele Bälle gefunden. Das ist ja kein Ding. Ich habe 2 Luxusbälle. Okay, machen wir noch. Vielleicht kriegen wir noch einen Superzahn rein. Nice. Wollen wir ein weibliches? Kann sich das ändern? Brauchst du männliche? Ich finde, ein weibliches Maxax ist vollkommen okay. Was seid ihr denn für Chauvinisten? Luxusball los! Männlich würde ich nehmen. Als Bräutigam oder was? Es bleibt eh die. Wie? Das kann nicht sein. Okay, warte, stelle ich noch das Level ein. Level 60 ändert aber nichts dran. Das kann natürlich sein, ich meine nur. Wir sind bei 29%, bei 30%, dass es im Pokéball drin bleibt. Nee, weniger. Also mehr. Wir sind bei 35%, dass es drin bleibt. Okay, nix mit Luxusball.
Dann muss es jetzt Pokéball sein. Luxus muss her. Reset, reset! Ich weiß gar nicht, was mein Maxax auf Pokémon Home hat für einen Ball. Aber okay, ihr habt ja recht. Aber okay. Wir machen Luxusball. Kann man Luxusbälle überhaupt kaufen? Also wenn die Seite stimmt, und sie sollte stimmen. Aber Moment, habe ich überhaupt auf Schwarz-Weiß 2 gestellt? Nee, es ist das Gleiche. 35% waren das. Dafür muss ich eigentlich keine Luxusbälle kaufen. Du hast hier den Schnitteldex, nicht wir. Ja, Origindex. Das ist nichts vom Origindex. Ist einfach nur ein Shiny. Prozent mit Para, ja, im roten Bereich. So wie es gerade war. Ein Männchen, seid ihr jetzt zufrieden? Ihr Schniedel-Lover. Wahrscheinlich killt's mich jetzt einfach. Oh mein Gott, meine Donnerwelle wurde blockiert. Oh. Ist krass, dass Maxax mich nicht umbringt. Ich kann Donnerblitz nicht machen. Das ist ein legendäres. Maxax ist nicht mal ein Pseudo-legendäres. Das ist einfach nur ein Pokémon. Dragoran ist zum Beispiel ein Pseudo-legendäres. Gen 5 hat Trikefalo als Pseudo-legendäres. Das ist einfach nur Maxax. Sicher? Ja. Jede Gen hat nur ein Sub-Legendary. Das ist immer das Letzte und das ist Trikefalo. Lookie-Dab. Giolitine kannst du! Habe ich gerade schon beide geworfen? Metagross ist keins. Das ist aber Gen 3. Brutalanda war... Gen 3 hat 2. Was jetzt? Was jetzt? Ne, Metagross ist eben keins. Ja, 2. Metagross sollte 1 sein, ja. Und Brutalanda sollte auch 1 sein, glaube ich. Doch, Metagross ist 1. Okay, ja. Aber es ist seltsam. Maxax sollte auch zählen. Muss ich jetzt ernsthaft Luxusbälle kaufen gehen? Ich meine, ich habe Geld. Weibchen! Stört euch das jetzt wieder? Wo kaufe ich Luxusbälle? Lass mal kurz schauen. Abidaya City, Ondula, Pokémon Liga, Pokémon Liga. Welches Pseudo hat eigentlich Gen 9? Espinodon. Das sind immer diese letzten drei. Immer das Dragoran der Gen quasi. Ich kann hier nicht fliegen. Manchmal verstehe ich die Pokémon-Welt nicht.
Ich war auch letztens in Endschloss und da kann man nicht Fluchtseil benutzen. Aber dann dachte ich mir, warte mal, das ist echt cool. Das hätte ich eigentlich irgendwie euch zeigen sollen, irgendwie. Aber ihr müsst es mir halt glauben. Endschloss? Nee, nicht Endschloss, Drachenstiege. In Endschloss kann man nicht Fluchtseil machen. Aber die Drachenstiege, wo man in Schwarz-Weiß hingeht und dann gegen N kämpft und dann fliegt N weg mit seinem Reshiram oder Zekrom. Und ich gehe da wieder hin und da ist nichts, by the way. Vielleicht ist da irgendwo ein verstecktes Item, aber da ist einfach nichts. Wobei, jetzt ist da wahrscheinlich Zekrom. Stimmt, nach dem Spiel ist da Zekrom. Nachdem man N in seinem Schloss gefunden hat, ist da Zekrom. Und ich gehe da hin, nichts da. Okay, nimm Fluchtseil. Geht nicht, weil die Drachenstiege ist quasi ein Gebäude. Und Fluchtseile kann man nicht benutzen in Gebäuden, sondern nur in Höhlen. Obwohl es wie eine Höhle aussieht. Aber dann bin ich schon auf dem halben Weg zurück und denke mir, Moment mal. N ist weggeflogen mit Zekrom von der Drachenstiege. Rennt zurück zu dem Raum, wo N weggeflogen ist, setzt Fliegen ein und es geht. Schaufler ist wie Fluchtseil. Schaufler geht in Gebäuden nicht. Ich bin nicht weggekommen, aber ich konnte aus dem Gebäude rausfliegen, weil da ein Loch in der Decke ist, wo N weggeflogen ist. Ist ja dasselbe mit der Speersäule. Genau, die Speersäule, auf der Speersäule kannst du auch nicht fliegen. Das sind halt gewisse Orte einfach. Aber ich fand es cool, dass ich von der Drachenstiege wegfliegen kann. Ich frage mich, ob die das halt extra so gemacht haben, weil man in Schwarz-Weiß auch da, also weil da N wegfliegt. Oder ob das einfach dann als offenes Gebiet zählt. Also es muss quasi als offenes Gebiet zählen, aber warum sollten sie einen Raum in der Drachenstiege als offenes Gebiet zählen? Weil N da weggeflogen ist. Das fand ich ein schönes Detail, wenn es Absicht ist. Aber warum soll es nicht Absicht sein? Kann ich jetzt zum Naturschutzgebiet fliegen? Wo ist das überhaupt? Das ist, glaube ich, nirgends, oder? Ist es das da? Freiheitsgarten. Ah ja, das ist Dings. Victini. Okay. Ich glaube, ich kann da nicht selber hin. Ist nicht auf der Karte, ja. Pseudo-Legi ist sowieso Fanmade. Ja. Okay, und dann sollten wir noch alle Lichtungen einmal checken können. Bei Maxabs gibt es ja auch das Level 100 Carpador aus Gen 5. Genau. Nicht nur das, Fabi. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht Level 100 Carpador. Das haben wir schon aus Gen 4. Wir holen uns was viel Cooleres. Das Gegenteil. Was ist das Gegenteil von einem Level 100 Carpador? Level 1 Garados. Bam, bam, bam. Level 1 Arceus. Frage ist nur wo. Wahrscheinlich überall. Am Anfang wahrscheinlich. Nochmal. Der Quadruppel. Weiblich! Ich kann das nicht sehen. Ich hätte ja ein weibliches genommen, aber... Wenn es jetzt wieder weiblich ist, nehme ich's. Jetzt wird's lächerlich, schon wieder shiny. Ob es das Level 1 Garados auch in Scarlet and Violet gibt? Eigentlich gibt es das nur Carpador. An der einen Stelle gibt es nur Carpadors von 1 bis 100. Nehmen was kommt, meine Güte. Es soll weiblich sein.
Es bleibt weiblich. Auf einmal setzt es eine gute Attacke ein. Seit wann hörst du auf den Chat? Ihr setzt mich unter Druck. Get that girl. Jetzt bleibst du im ersten drin, pass auf. Oder? Das ist so der. Hey Leo, wie ist es so, jeden Tag Pokémon zu spielen? So. So. Du machst ewig etwas, damit das komplett umsonst war. Das ist das Pokémon. Yay! Ist hier sonst nichts? Und jetzt kann ich am Anfang ins Wasser. Gibt's hier raschelndes Gras? Das heißt, hier an diesem kleinen Stück. Ich weiß aber gerade gar nicht. Hier, warte. Ich sag's euch. Garados, Pokémon Schatten, Angeln. Carpador, Super Angel 1 bis 100. Carpador und Garados und Barschuft und, ja, Barschuft. Pokémon Schatten, aber Angeln. Ist es Angeln im Pokémon Schatten oder ist das Angeln oder Pokémon Schatten? Ich habe noch nicht mal eine Superangel. Wahrscheinlich muss ich Angeln im Schatten. Können Sie einmal kurz, ich habe aber nicht mal eine Angel, glaube ich. Die Angel muss in den Schatten rein. Okay. Wo gibt's die Angel? Super Angel. Die gab's erst Avernizia. Ah ja. Ich kann ja hier nicht wegfliegen. Aber ist der Schatten weg, wenn ich drin geangelt habe? Geht der Schatten weg, wenn ich unerfolgreich drin geangelt habe? Oder kann ich so lange im Schatten angeln, bis ein Pokémon kommt? Und dann ist es weg? Was ja. Der Schatten geht beim Fail weg. Boah. Boah. Okay. Ich weiß noch gar nicht, wie schwer es ist, hier zu angeln überhaupt. Gen 4 Angeln war, da musste man schon aufpassen. Im Schatten gibt es immer ein Pokémon. Ja, aber was ist, wenn ich nicht auf A drücke? Wie kann doch das Angeln failen, oder? Ich rede nicht davon, dass kein Pokémon anbeißt, klar, aber ich kann doch falsch A drücken wahrscheinlich. Und das ist weg, ja. Wer hat hier eine Angel? Du? Du? Du hast ein 1% Dragoran geangelt in der Drachenstiege. Und dabei hast du ein Shiny Dragonier gefunden. Krass. Das ist der böse Vater, der Bell immer angeschrien hat.
Ha, hier ist niemand. Ist nicht immer ein Angler? Ja, aber es ist kein Angler da, deswegen habe ich alle anderen angesprochen. Wow. Nicht immer ist es ein Angler. Nicht immer. Manchmal ist es auch der Mann, nee, der Vater von der Professorin. Jedes Mal muss er durch das Labor durch, um in seine Küche zu gehen. Hallo Sota. Hallo Blue Master. Wollen wir einmal kurz schauen, wie es ist zu angeln? Im Naturschutzgebiet. In Gen 3 war es leicht zu angeln. Vor allem, da konnte ich Barschau auch mit der Angel angeln. Und die ist ja super einfach. Hallo, Runny. Du bist zurück vom Steine schmeißen? Was hast du für Steine geschmissen? Ins Wasser? Hast du Steine geflippt auf dem Wasser? Und nochmal fliegen, Taylor Swift. Nennt mich Swifty, denn ich fliege über den Kontinent mit meinem Privatjet ins Naturschutzgebiet. Erster Mai, Demo? Okay, aber das heißt ja nicht, dass Steine schmeißen. Schmeißen ja Steine. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach hoch und runter grinden. Grinden. Oh, da ist schon eins. Und dann muss ich, wenn es nicht am Anfang ist, hier rein. Kann ich hier einfach klicken? Nee, ich muss dann die Angel auswählen. Okay, ich habe ziemlich lang gebraucht, bis ich gedrückt habe. Aber da, Level 1. Level 53. Okay. Jetzt kein Beweis, dass es hier auch Level 1 gibt, aber ich glaube, das funktioniert hier so. Und jetzt ist halt das Ding. Machen wir das einfach so. Mit einer wahrscheinlich Chance 1 zu 100, 1 zu 10.000. Oder suchen wir uns das Lucky Power S. Und Lucky Power S muss man in der Kontaktebene, oder wie heißt es? Kontaktebene? Ich glaube Kontaktebene muss man sich Lucky Power S ergrinden. Und dann hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass High Level, also Moment, High Level. Ich will Level 1. Ne, seltene Pokémon erscheinen. Und Gyarados ist das seltene mit 10%. Das heißt, durch das Lucky Power S erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass Gyarados kommt. Nicht, dass 1% kommt oder sowas. Aber so würde halt die ganze Zeit Carpador und Bashuft kommen. Aber wenn wir Lucky Power S anmachen, kommen mehr Gyarados. Oh Gott. Und das mit Lucky Power S habe ich noch nicht ganz durchblickt. Aber manchmal kann es auch ewig dauern. Wenigstens ist hier kein Gras oder sowas, dass das ablenken könnte. Oh, aber manchmal kann ich dann so machen. Ich drücke jetzt mal gar nicht. Okay. Es dauert lange. Okay. Aber manchmal geht es auch schön schnell. Lucky bringt dann welche Chance? Ich weiß es nicht.
Bei der Erklärung steht nur, erhöht die Chance. Erhöht die Chance sehr. Es gibt verschiedene Lucky Power, ne? S ist das höchste. Aber ja, so geht es. Okay. Das kriegen wir hin. Und Lucky Power ist hier Kontaktebene. Bei Lucky Power ist Beschwörungskraft S auf Deutsch. Erhöht über lange Zeit die Wahrscheinlichkeit, auf seltene Pokémon zu treffen, drastisch. Hier ist drastisch, aber nicht lange. Hier ist stark und hier ist einfach nur erhöht. Und das ist das Teuerste, was man sich holen kann. Von all den Kräften, die man sich in der Kontaktsafari holen kann, ist das das Schwerste. Logischerweise. Wie man sich das ergrindet, habe ich noch nicht ganz so gecheckt. Aber hier steht leider auch nicht, was drastisch heißt. Den Rang S gibt es nur bei Missionen und wirkt nicht nur auf die Person aus, auf die Kraft angewendet, sondern wirkt Rang S 30 Minuten lang statt 3 Minuten. Die Wirkung ist identisch mit dem Rang ++. Okay, S bedeutet nur, dass wir einfach 30 Minuten lang das haben und nicht nur 3 Minuten. Das wäre angenehm. Aber ich finde, da muss ich halt gucken. Irgendwo auf Reddit gibt es vielleicht jemanden, der das weiß. Aber hier steht, glaube ich, nicht, was drastisch bedeutet. Aber da es mehrere, da es 3 Stärken gibt, kann es gut sein, dass es halt 3-mal so hoch ist. Braucht man da nicht die Traumebene? Nee, du brauchst die Kontaktebene. Und da waren wir schon. Das haben wir schon gemacht. Es kann nur sein, dass es mit der Traumebene schneller geht. Aber wir haben schon Punkte gesammelt. Aber ich habe noch nicht ganz gecheckt, wie man es am besten sammelt, was man am besten macht und sowas. Und manchmal kriegt man auch Punkte, die man nicht braucht dafür. Ich brauche halt 100... Ich brauche halt Level 100 und dann brauche ich 50 Orbs. Aber egal, das machen wir wann anders. Wir sind auf jeden Fall endlich hier angekommen. Nach einem Monat. Und haben das Shiny Maxax. Level 100 dauert unnormal lange. Bekomme ich mal eine kurze, knappe Anleitung von dir fürs Butter Chicken, würde es gerne selber demnächst mal probieren und so wie du es machst. Ich kann dir einfach das Rezept geben, oder? Ich könnte dir es jetzt aus dem Kopf sagen, ich mache morgen wieder eins, aber ich kann dir auch einfach das Rezept geben, dass ich 1:1 folge, dem ich 1:1 folge. Ja, das ist das hier. Oh, wir hatten eine Pokéfusion. Yep. Das hattest du letztes Mal schon. Oder? Hattest du das nicht schon mal? Hatten wir das nicht schon mal? Schwören können, du hast das schon mal gemacht. Nee. Aber ja, hier, das ist es. Wohin? Henriette, du bist ein Kecleon. Und Akuma, du bist ein Snubbull. Soll ich das Datum noch kurz verstellen? Egal. So, wir gehen die Lichtungen ab. Inzwischen, glaube ich, kann ich sie gut auswendig, ohne nachzudenken. Der Resi Baby Cliff. Und seit diesem Tag wollte Leo nur noch einen Schniedeldex machen. Wegen Baby. Ich glaube, ich werde auch mal das Butterchicken machen. Tut es. Nichts Schwieriges da. Es ist wirklich nicht schwer. Aber nehmt wirklich die Gewürze. Wenn ihr die Gewürze nicht nehmt, dann schmeckt es nach nix. Und ich nehme extra viel Ingwer, extra viel Cayenne, extra viel Knoblauch. Weil der Ingwer sorgt dafür, also natürlich das, Garam Masala sorgt natürlich dafür, dass es indisch schmeckt. Aber der Ingwer sorgt dafür, dass es scharf ist.
Aber Ingwer gibt einem so diese geile Schärfe, diese, dass es geil scharf ist. Dass es nicht so, oh, ich schmeck nur scharf, sondern dass es so frisch scharf ist. Versteckt ihr das? Gut, Ingwer. Macht so wie ich später nach dem Stream mache ich die Marinade und dann kommt's in den Kühlschrank und 24 Stunden später mache ich's. 24 Stunden brüht es, braut es, also braut in der Marinade 24 Stunden. Wie viele Pokémon gibt es mit versteckter Fähigkeit? Ich habe nicht gezählt. Einige. Da wir jetzt einen Weg anscheinend haben in die Dream, in die Dream World zu kommen, sind es alle die hier. Also genau genommen kann man alle die hier finden. Alle die hier kannst du genau genommen finden. Aber mich interessieren natürlich nur die aus Gen 5 selber. Also die 9. Und dann sind es alle die hier. Überall da, wo was steht. Da, wo nichts steht, ist es eine Entwicklung. Aber ja, eigentlich so gut wie jedes, außer die Starter. Dann hier, Haupterix zum Beispiel kann keins haben. Aber Galapafloss schon. Oh Gott. Müssen wir das mit der Dream World machen? Machst du auch Korianderblätter rein? Ich habe nichts gegen Koriander, aber ich habe noch nie Koriander rein, weil wir haben nie Koriander und ich kaufe nicht extra Koriander. Ich meine, wenn du es magst, dann tu es rein. Vielleicht findest du ja die Starter via Event. Wie, was? Da steht, dass es gar nichts gibt. Besitzt nur eine Standard. Die Starter gibt's nicht als versteckte Fähigkeit in Gen 5. What do you mean? So, und dann gehe ich hier hin. Ich war mir sicher, die VF von denen wurde mal verteilt. Vielleicht im Japanischen, aber in der europäischen Version kriegst du gar keine. Achso, Schwarz-Weiß 2 vielleicht. Ich habe hier nie den DNS-Glitch gemacht. Wurde in Gen 6 verteilt? Mir fällt erst jetzt auf, dass Leo die Mehrzwecktasche gar nicht benutzt, die er seit die er in Teil 1 haben wollte. Was für ein Ding? Du meinst einzelne Items sortiert? Ich meine, dafür habe ich doch die Y-Taste. Du meinst, ich kann Mehrzwecktasche. Aber wie tue ich die in die Mehrzwecktasche rein? Oh. Nice. Und sowas? Die auch? Die verschwinden dann sogar aus dem Beutel. Ach krass. Kann ich hier sortieren? Aufheben? Ausgangstasche? Aufheben? Ah ne. Kann ich hier die Reihenfolge nicht ändern? Na gut. So, hier war nix.
Schon zwei Fails. Ich habe die Gen 5 Starter beim Genesect-Suchen gefunden und dachte, maybe das könnte die VF sein. Ja, beim Genesect-Suchen habe ich auch so einiges gefunden, klar. Aber das wäre halt dann japanisch. Achso, und die könnte ich dann übertragen und brüten. Dafür müssten sie aber weiblich sein. Das gucken wir dann, wenn wir soweit sind. Oh Gott, du dumme Sau. Als ob du eine Chance gegen den Level 100 Flambirex-Trainer hast. Haben eh nicht die VF, keine Sorge. Okay. Das Geilste ist... Ah doch, ich hab Zerschneider. Wie gut ist das so? Oh yeah. Origin Decks plus versteckte Fähigkeiten Decks? Nee. Wobei jetzt, wo du es sagst, irgendwie ist es langsam komisch. Inzwischen gibt es so viele mit versteckter Fähigkeit, dass es eigentlich seltsam ist, welche zu haben, die es nicht haben. Wenn jetzt das mit Dreamworld wirklich geht, was es anscheinend tut, dann kann ich ja wirklich alles mit versteckter Fähigkeit haben. Unfassbar. Hier glaube ich, habe ich letztes Mal meinen Terry Bark gefunden. Dann 9. Ja, wenn das Item da liegt und nicht versteckt ist, dann ist es so ein Schrott-Item. Und wenn es versteckt ist, dann ist es meistens so ein komischer Mulch. Für die Bären. Haben die jetzt die Dreamworld rekonstruiert? Anscheinend gibt es etwas, du kannst dir quasi die Dreamworld auf deinem PC installieren. Und dann kannst du einen Server aufmachen, den du betreten kannst. Und somit emulierst du das Ganze, ja. Hier was. Eyo! Wie lustig das da auch. Wie lustig es da steht. Okay, wir brauchen davor nicht speichern. Ich tue es trotzdem, falls ich es kille oder so. Das ist kein Unratetox, das ist ein Deponitox. Wenn das weiblich ist, habe ich beide. Weil ich habe jetzt festgestellt, es dauert so lang. Wenn es ein weibliches ist, brüte ich. Wenn es ein männliches ist, müssen wir nochmal. Weiblich. Okay, nice. Dann kann ich mir einen Ratetox brüten. Schon zwei abgehakt. Kann sogar sein, dass ich dann Geronimatz kriegen kann, wenn Dreamworld funktioniert. Geronimatz. Geronimatz? Ne, gibt's nicht. Nicht mal in der Dreamworld gibt es ein Geronimatz. Tschüss, Daniela. Naxo, dankeschön für 2 Monate. Hallo, dankeschön.
Das Geile ist, wenn du die Pokémon dann überträgst und dann in die Kontaktebene gehst, kannst du die Pokémon mit jedem Ball fangen, nicht nur mit dem Traumball. Ah, sonst müsste ich sie in weiblich fangen und dann brüten. So kann ich sie auch in männlich fangen. Also somit geht beides. Wenn ich es in männlich finde, kann ich es übertragen und im Pokéball fangen. Und wenn ich es in weiblich finde, kann ich es übertragen und einfach brüten. Okay. Das war, glaube ich, sogar ein relativ seltener Spawn hier. Hat sich schon mal gelohnt. Next. Vielleicht kriegen wir noch was. Aber bisher hatte ich nie mehr als eins in einer Runde. Jetzt gehen wir hier hin und gehen auf Route 22. Das ist der längste Weg, den man gehen muss. Aber dank der 99 Top-Schütze. Kein Problem. Pas de problème. Pada parasol. Pada blue. Ich hoffe, es irgendeinen kürzeren Weg gibt. Ist dieser Weg. Oh, du bist die männliche Version davon. Oh. Okay, da gehen wir nicht lang. Man, nee, du bist was an. Du bist. Hä, aber warum? Es gibt zwei verschiedene aussehende Züchter. Ich bin verwirrt. Jetzt komm, zerschneid den Boden. Okay. Weiblich und männlich. Aber der Sprite sah gerade weiblich aus. Und der Sprite draußen sah männlich aus. Ich glaube, über dem Wasser ist eine Abkürzung. Aber so ist das keine Abkürzung. Atze? Okay, ist ein Männchen. Ist ein Züchtermännchen. Ah, da ein bisschen, naja. Egal, wir probieren es jetzt gar nicht. Wir gehen so, wir gehen so, wir gehen so. Wo ist mein Schutz hin? Au, guck mal da. Du bist zu schwach. Das heißt, hier muss ich auch noch mein Fang-Pokémon wegtun von der ersten Stelle, weil es zu schwach ist. Wie der Shiny immer noch rumsteht und Leo ignoriert ist. Das Shiny. Das Legia. So, und dann, jetzt hör ich auf, muss ich hier lang, dann hier lang, das ist der längste Weg, aber vielleicht ist da was. Es gibt keinen Grund, dieses Terrakium zu fangen. Und Trank. Ein Superball. Mensch, geil. Was fehlt noch? Dings. Hier. Versteckter Hain. Hain der Täuschung. Hain der Täuschung. Pokémon, 40% Item, 40% verstecktes Item. Vielleicht fange ich noch irgendwann die Ritter.
Das Coole ist ja, die laufen nicht weg, die stehen da einfach. Ich finde, man hätte die schon zu Roman machen können. Vor dem da muss ich aufpassen. Ich finde, man hätte die zu Roman machen können. Es wären haben die das Zeug zum Roma. Und dann gibt's noch zwei im OG-Anfangsgebiet. Schutz. Nice. Die Ritter sind die Legis, die ich am wenigsten habe. Du könntest sie in Schwert und Schild kann man sie grinden. Route 2 und 3. Ich bin ja so blöde. Hey, Drarut. Ich habe auch noch alle Legis in Capo rumstehen. Alle freigeschalten, aber... Dann aus Capo? In Capo sind die auch? Ach ja, die waren... Hier, was? Erste? Du hättest die Algon Palkia an jedem Ball fangen können, ja. Wir haben das zweite in dieser Runde. Nice, jetzt läuft's. Guck, Marda. Bitte sei weiblich, dann habe ich auch direkt beide. Drarot, du bist ein Klick-Klack. Oder? Klick-Klack, Klick-Di-Klack. Nee. Klock. Klunk. Klonk. Weiblich. Yes. Oh, ja, boah. Danke nochmal für die ganzen Viedos. Hab dank dir endlich mijn shiny dakrij in platin. 12.045 soft reset. Gevangen. Damn. Naxo, vielen, vielen Dank für 13,37 € Lied. Dankeschön. Dieses, guck mal, da wird er jetzt lange überleben. Komm, zeig mir ihm den hier. Komm, ich zeig ihm den hier. Du hast Darkrai in Platin gehuntet. Warte mal, Darkrai in Platin heißt es mit Professor Eichs Brief. Und dann 12.000 Resets. Da hast du aber durchgehalten. Sehr nice. Oh, das sieht, wie riesig eigentlich Maxax hier ist gerade. So riesig einfach. Ich glaube, ich schmeiß einfach Bälle. Dann guck mal, da ist draufgegangen. Professor, Mitgliedskarte meine ich natürlich. Naxo, hier, Zettel. Vielen, vielen Dank. Deine Quittung, dein Beleg. Das war zu einfach. Nice, wir haben schon 4 abgehakt jetzt quasi. Ich muss sie nur brüten. 2-mal aber brüten. Hoffen, dass es männliche sind. Und hoffen, dass es die versteckte Fähigkeit hat. Aber wir können noch eins checken. Wir könnten dann wieder von vorne anfangen, aber nee. Und ich glaube... Wo war das? Die auf der letzten Route oder ersten Route. Bruh. Monatsmotto. Schwarze Bananen sind schwarze Minions. Moment mal. Moment mal. Dieser Fakt verstört mich. Azrael. Vielen Dank für 35 Euro. Hier. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das hat DreamWorks nicht... Nee, es ist gar nicht DreamWorks. Illumination hat Minions gemacht. Hier und dann war es... Oh, war das nochmal? Hier und dann... Ah, da oben, genau.
Hä, wo? Ah, ne, unten. Warte mal. Hä, wo war der? Warum bist du schon so stark hier, Januar? Bald kommt wieder ein Minions-Film. Ja, ständig. Einmal im Jahr gefühlt, oder? Ich kann echt nicht mein Guck mal da an erster Stelle lassen. Wo? Vergessen, wo das war. Das war safe hier eins. Mariko, du bist ein Juju. Juju. Ich hab grad total vergessen, wo das war. Hä? Es gab... Aber es war hier. Hier unten bin ich nicht lang. Oh Gott. Natürlich, hier ist es doch. Pachirisu. Das braucht keiner. Aber ich nehm's. Wir hatten 3 Mons, aber... Das dritte war leider ein Gen 3-Mon. Hachi. Und männlich. Aber es hat keine Entwicklung. Somit ist es eigentlich perfekt männlich. Aber dafür mache ich keine neue Box auf. Boah, das kann nicht donnervellisiert werden. Donnerwelle. Igor. Soll ich Pokewiki aufrufen für dich? Elektro-Pokémon können paralysiert werden in Gen 5. Donnerwelle, der Streamer ist so dumm. Gen 5 kann Elektro-Pokémon paralysieren. Pachirisu konnte nicht. Pachi hat bestimmt mehrere Fähigkeiten. Und selbst wenn, kannst du nicht von mir verlangen, dass ich weiß, dass Pachirisu eine Fähigkeit hat, die es nicht paralysieren lässt. Pachirisu ist so ein random, dummes, unnötiges Pokémon. Du verlangst von mir, dass ich eine Fähigkeit erkenne von einem Pokémon, das keinen Belang hat in irgendeiner Basis. Ich hasse dich. Jetzt ist es raus. Pachirisu hat schon mal eine Weltmeisterschaft verlassen. Gewonnen. Verlassen. I don't care! Und jetzt lache ich hart krass, wenn am Samstag diese Frage vorkommt. Leute, was ist Samstag? Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen kann. Ich sag's nicht, aber vielleicht könnt ihr es euch jetzt denken. Ich habe den Kreis vollendet. Bist du wieder beim Quiz eingeladen? Yep. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das schon verkündet ist. Aber es ist ein bisschen... Es ist schon Mittwoch. Okay, was können wir jetzt noch machen? Wir haben alle N-Pokémon gefangen. Wir haben endlich die Naturschutzzone betreten. Wir haben Maxax gefangen. Wir haben gerade 2 Pokémon gefangen und können damit 4 Pokémon abstempeln. Aber dieses Pachirisu ist sicher nicht dabei.
Wo ist dann Ratetox in meinem... Das guck mal, da ist dabei. Das Maxax ist dabei. Und der Ponytox ist auch dabei. Analyse. Finalschlag. Was ist mit dem Maxax eigentlich? Überbrückung. Das ist sehr normal. Und das hier sind alle von N. Und das hier sind alle die, die ich ertauschen musste. Die auch übrigens hier sind. Kann ich auch mal wieder wegtun. Hallo, Killerkerl. Dankeschön. Dankeschön für den Raid. Ja, das sind alle die Monster, die ich fangen musste oder rübertauschen musste, um den Pokédex voll zu machen. Nicht so viel, aber es sind welche. Ich muss sogar einen Vulpix entwickeln. Schrecklich. Und das sind bisher die Versteckten, die ich gefunden habe, auf dem Spielstand zumindest. Wobei, ich habe noch mehr gefunden, aber die habe ich schon rübergetauscht. Apokolib. Die beiden müssen wir noch brüten. Und da ist ein Terrybug, das männliches. Hallo Killerkerl. Hallo Secret. Streamst du selbst? Ich stream nicht, nee. Okay, können wir. Wir gehen mal die Liste ab. Wo ist die Liste? Und dann werde ich heute Nacht mal dieses Dream World ausprobieren. Und dann mal schauen. Dann zeige ich euch morgen Dream World im Stream. Aber ich weiß nicht, wie viel man da an einem Tag machen kann. So, wir haben gerade einen Guckma da gefunden. Die können wir brüten. Wir haben einen Deponitox gefunden. Das können wir brüten. Ja, genau genommen sind das hier die, die ich noch brauche. Waschaquill kann ich mir holen. Rufflet kann ich mir genau genommen nicht holen mit versteckter Fähigkeit. Klicke ich schon mal an, weil das habe ich. Normal. Warte, hab ich's? Ist es männlich? Ja. Hab ich. Genau. Die hier brauche ich noch. Aber die Dream World lässt das Ganze wieder anders aussehen. Ich weiß es nicht, ob ich... Ich habe, by the way, auf Anhieb kein Video gefunden zur Dreamworld. Als ob du weibliche freiwillig fängst. Doch, ich habe ja nur meinen Pokédex damit voll gemacht. Ich habe Geronimo's nur gemacht für den Pokédex. Aber jetzt kann ich es behalten. Ich weiß nicht. Ich finde es halt cool, dass die so besonders sind. Aber auf der anderen Seite, die Dreamworlds sind halt auch besonders. Ich guck mal, wie viel Spaß Dreamworld macht. Die Lichtungen sind halt cool. Ist halt so typisch Pokémon. Sind wie Honigbäume. Aber ob Dreamworld so geil ist, wenn man da sich alles quasi DNS servert. Mal schauen. Okay. Dann war's das für heute. Und... ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Dreamworld. Und ich muss halt jetzt ein paar Sachen rausfinden, wie die Kontaktebene funktioniert und wie die Dreamworld funktioniert. Und wenn ich das weiß und wenn es cool ist zum Zuschauen, dann machen wir beides morgen. Aber ich habe Angst, dass dieses... Ich muss mich mit Gyarados beschäftigen, ob das wirklich
notwendig ist, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay. Bis morgen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye. Bis bald. Tschüss.